Da habe ich es doch noch geschafft, pünktlich um 11 Uhr wieder da zu sein. Hallo allerseits! Tja, und pünktlich fährt der Bus vorbei. Tja, so. Ich habe mich nämlich vorhin noch ablenken lassen, weil ich dachte mir, ach ja, ich habe ja noch ein paar Minuten. Ach, dann kann ich ja nochmal die Wäsche vom Wäscheständer ein bisschen wegfalten. Und dann dachte ich mir, nee, komm, wenn du jetzt komplett alles wegfaltest, dann, dann kommst du unpünktlich zum Stream. Und wenn ich eins nicht leiden kann, ist es Unpünktlichkeit. Ah, ich weiß, man kann mal unpünktlich da sein. Und das ist kein Beinbruch, ne, wenn es 5 Minuten sind. Oder 10 maximal. So plus minus 10 Minuten immer. Aber ich mag das irgendwie nicht. Aber kommen wir hier wieder dazu. Wie ihr seht, gab es ganz viele Sachen. Aber wie... Entschuldigung, wie ihr mich kennt, interessiert es mich nicht. Ich lasse mich nämlich überraschen. Und das irritiert mich immer wieder, dass dieses Spielvorsetzen ausgeblendet ist. Aber sobald wir gleich mit dem Mauszeiger drüber gehen, wird es wieder angezeigt. Muss ich gucken. Alles ist angekreidet. Ja. Ich warte auf den Tag, an dem ich einfach ganz normal anfangen kann, ohne immer zu schauen, ob alles funktioniert. Du kannst im Sendpokémon in der Rücke nicht machen, indem du auf den Sendpokémon drückst. Was ist denn das? Ich bin ein Biber. Ja, ja. Deswegen nimmst du Ratschläge von einem Biber an. Aha. So. Da sind wir. Beim letzten Mal hatten wir das Feenhäuschen abgeschlossen, die Quest. Und wir haben uns ein neues Haus gekauft. Die beiden sind neu. Deckenlampe, Kleiderschrank. Ich meine, wir kriegen dann Vergünstigungen, aber den Stress, den tue ich mir jetzt nicht an. Den tue ich mir noch nicht an. E-Mail? Oh, wir haben einen neuen Auftrag. Ah, Zwiespalt. Zwiespalt. Was haben wir hier? Nichts Neues. Der hat uns das einfach nur so angezeigt. Schweinerei. Es ist halt so, wir haben halt noch unsere Herberge im Wald. Herbert! Unseren Herbert. Genau, wir nennen es jetzt Herbert. Wir haben unseren Herbert im Wald noch. Der Herbert da so rum. Hibbel, 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 hibbel. Ja, erstmal wach werden. Es ist halt blöd, wenn man innerhalb der Woche immer um 5:30 Uhr aufsteht und am Wochenende ausschlafen kann, aber irgendwie im Hinterkopf hat, dass du ja spätestens um 11 Uhr aufstehen musst. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal... Doch. Letzten oder vorletzten Monat habe ich einmal wieder bis 11 oder ein Stück nach 11 gepennt. Das war schön. Das war wirklich schön. Räusper, Räusper, meine Güte. Ey, ganz ehrlich, vor dem Stream nie Probleme wirklich so gehabt. Und ich habe das Gefühl, ja, das ist einfach... Ich bin allergisch gegen den Stream. Das muss es sein. So und nicht anders. Aber ich meine, wir könnten auch noch ein bisschen warten, bis hier wenigstens noch jemand reingetrudelt ist. Dann kann ich hier vielleicht oben auch mal wieder was machen. Weil ich will mir immer vornehmen, immer eine Kleinigkeit dazu zu machen. Und trotzdem bleibt das hier immer so ein bisschen stiefmütterlich. Mal davon abgesehen, guckt euch das Badezimmer an. So langsam mag ich das Badezimmer nicht. Aber das liegt hier an der Scheibe. Kann ich... Eigentlich müsste ich die ja jetzt mittlerweile bearbeiten können. Genau. So. Weil als wir die Dusche nämlich gemacht haben, konnte man die Scheibe noch nicht anpassen. Und ich fand das immer so doof, dass dieser Eingangsbereich hier immer so... So. Oh, da ist er ja! Avatar 7! Naja, Schmatz, Schmatz. Du kannst schon mal loslegen. Ander Milchschlürf. Nom, 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 nom. Hast du deinen Zopf noch bekommen? Deinen komischen... Ist das jetzt so ein Quarkzopf oder... ist ein Hefezopf, oder? So. Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwas passt mir hier an dem Bad nicht mehr. Aber vielleicht liegt es daran, dass wir so außergewöhnliche Sachen immer draufgepappt haben, dass das jetzt hier ein bisschen langweilig wirkt. Aber es ist ja nur unsere Butze. Und unsere Butze darf ruhig ein bisschen... aussehen. Ja, gut, es sieht wirklich ein bisschen mehr aus. Warte.
Seit wann? Ich habe jetzt einfach so auf E gedrückt. Ich weiß nicht warum. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Weil mich hat das gestört, dass der zu war. Das kannte ich so nicht. Und jetzt kann ich den mit E einfach auf- und zumachen. Das ist ja cool. Ich muss zugeben, ich habe jetzt einfach nur draufgeklickt. Ja, habe ich. Es ist ein Hefezopf. So lecker. Boah, ich möchte auch einen Hefezopf. Das Problem ist, wir sind gestern, weil ich teilweise zu müde war, oder was heißt hier teilweise zu müde? Vielleicht war das eher die Faulheit. Ich wollte eigentlich gestern einkaufen gehen nach der Arbeit, ne? Aber mein Freund kam gerade aus der schwülen Hitze, sage ich jetzt mal, und der hatte keine Lust. Also habe ich gesagt, gut, müssen wir heute einkaufen gehen. Der Nachteil ist, jetzt habe ich hier keine Snacks. Wir hatten nicht mal Aufbackbrötchen. Und mein Aufschnitt, der geht zur Neige. Was will ich die ganze Zeit hier? Da, geh weg. So, das habe ich. Schwein, hallo Schwein. Ach, ich will hier so viel machen, aber irgendwie auch nicht. Ach, Mann. Weil die anderen Häuser einfach viel mehr Spaß machen. Spaß. Es macht Spaß. Düt. Ja. Man merkt, ich bin wieder durch. Wie immer. Yay. So, das nehmen wir aber bitte nicht. Und ich wiederhole nochmal, nicht in dem Stil. Ich möchte einfach einen ganz stinknormalen Vorhang haben. Wobei, den würde ich tatsächlich in weiß machen. So. Ah, ich drücke direkt immer automatisch auf Rechtsklick, obwohl ich noch gar nicht fertig bin. Die Größe muss doch noch angepasst werden. So. Boah, ich hätte hier gern Vorhang, aber... Gar Mist. Frisselordner. Oh nein, wir haben Frisselordner. Was machen wir denn dagegen? Gibt es da irgendwie eine Schädlingsbekämpfung? Gegen Frisselordner. Oh Gott, das breitet sich garantiert aus. Guckt euch das mal an. Also der ist definitiv schon ein bisschen... Der frisselt auch schon langsam rum. Also die beiden sind stark davon befallen von Frisselordner. Der auch noch. Das geht drüber. Was machen wir gegen Frisselordner? Oh Gott. Ganz ehrlich, Silberfischchen das eine, Ameisen das andere. Aber Frisselordner, ich bitte euch, Frisselordner. Da hilft doch nur anzünden. Ach Mist. Nee, das geht so nicht. Das breitet sich hier noch überall aus. Überall. Ich kann ja reden. Das breitet sich überall aus. Also es gibt ganz viele neue Sachen, die wir bestimmt alle nach und nach per Zufall herausfinden. Weil ich lese mir das ja nicht durch. Ich bin nämlich eine komische Trolla. Hängende Deko. Natürlich sind das so... Nee, da muss ich da drauf. Genau, hier drauf. Das hier fand ich eigentlich auch immer schick. Aber das ist, glaube ich, zu bra... Ja, nee. Ja, klar. Hat was. Bleibt so. Negro, guten Morgen. Guten Morgen, Negro. Wir machen hier endlich mal was an unserer eigenen Butze. Irgendwie, irgendwann mal. Warum hat man das? Warum? Hätte man da einen eigenen Schriftzug reinführen können? Das wäre so gut. Stell mir vor, dann machst du so einen Schriftzug und machst einfach gegronkt. Und dann packst du das auf deine Wand. Gegronkt. Zack. Und dann, das wäre so gut, könntest du dann so machen. Zack. Und einfach gegronkt reinschieben. Schreiben. Übrigens muss ich euch jetzt was sagen. Ich weiß nämlich nicht, ob er heute hier hinkommt. Aber ich brauche jetzt erstmal eine andere Deko. Ich brauche eine Deko. Wanddeko. Stimmt, die haben wir ja auch neu. Und das da. Aber die hatten wir schon beim letzten Mal. Also so ganz, ganz neu sind sie auch nicht. Benutzerdefiniertes Bild. Piep. Benutzerdefiniertes Bild. Piep. Ist die Frage, wenn ich das jetzt da reinmache. Hallo? Liebes Spiel. Nein, das wollte ich nicht. Also, Heider in allen Ehren, aber nein. Okay, das zeigt er nicht an. Das ist gut. Dann brauche ich
in neuen Fenster öffnen. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich suche mir gerade meinen Hausflipper-Bilder-Ordner. Hausflipper-Bilder-Ordner. Ich wollte nämlich die ganze Zeit schon ein paar Bilder von mir da reinschmeißen. Kam da aber nie dazu. Aber die anderen zeigt er gar nicht an. Warum zeigt er die nicht an? Doch, den wollte ich noch da rein haben. Der hat den einfach reingeschmissen. Ja, klar. Spiel, mach was du willst. Und das hier ist von einem Pixelspiel, was ich reinhaben wollte. Das packe ich da jetzt auch rein. Ich hoffe, das klappt. So. Ja, das eine hat er schon gemacht. Sehr gut. Das hier war das. Ich habe ja momentan Coloring, ich glaube Pixel Coloring oder Coloring Pixel. Und bei einem war das Bild einfach, und das musste ich einfach einen Screenshot machen und dahin packen, weil das so gut ist mit dieser Katze. Aber... Was ist das? Da fehlt was. So. So, das muss doch. Moment. Ah, Passepartout will ich haben. 100 sollte reichen. Geht das so? Guck mal. Ja, ich habe das mal gemacht. Na. Ich weiß gar nicht, ob Necro jetzt hier drauf ist. Ich suche mal kurz. Necro, findest du dich da gerade? Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Vor allen Dingen ist das hier zu... Es ist hier wirklich viel zu hell. Sind die eigentlich an? Hä? Okay, ihr seid auf jeden Fall damit verbunden. Warum sind die... Ist das hier so hell? Heilige Fussel, Fussel. Du bist nicht dabei? Was? Nee, dann muss ich das irgendwann nochmal neu machen. Dann muss ich das irgendwann neu machen. Das geht ja gar nicht. Kein Necro dabei. Wo sind wir denn hier bitte? Aber ich sehe gerade, das ist auch viel zu groß. Also an und für sich wäre das ja okay. Aber mich stört das, dass dieser Rand viel zu groß ist. So, besser. Ach, jetzt muss ich das irgendwann nochmal neu machen. Ach, alles gut. Kein extra Aufwand wegen mir, bitte. Extra Aufwand! Hier, das Neue vom Extra Aufwand! Was ich erfahren habe. Ich weiß, Rieme ist jetzt gerade nicht da. Rieme zockt. Zockt wohl auch mein Hausflipper. Und er war ja beim letzten Stream dabei. Und hat dann mal rumgewurscht und rumgeguckt. Und dann dachte ich mir, gut, an dem Abend habe ich es leider nicht geschafft, aber dann habe ich, glaube ich, am nächsten Tag oder am Montag. Nee, am Montag war das, genau. Am Montag habe ich dann gesehen, dass er streamt. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich drauf gekommen. Und dann bin ich da drauf gegangen, habe gesehen, der streamt gerade. Und dann habe ich mich im Stream-Ding da beteiligt. Und jetzt war das so, ich habe was davon gelernt. Ich habe was von dem gelernt. Das glaubt ihr kaum. Und zwar, duplizieren nicht. Aber ich glaube, das war bei Stil kopieren. Wenn ich das hier anklicke, kopiert er den Stil von diesem Regal. Wenn ich das da anklicke, kopiert er den Stil davon. Ne? Ist klar, ne? Und dann hatte ich gesagt, boah, das ist ja schade, wenn man sich das hier immer raussuchen muss in kleinster Frisselsarbeit oder die Farbe. Schade, dass man das nicht kopieren kann. Und dann sagt er doch, das kann man. Und zwar, hier, habe ich gesagt, ging nicht, ne? Also hier, den sich. Und dann sagt er, nee, du musst länger gedrückt halten. Du musst länger gedrückt halten. Wer kommt denn auf so einen Mist? Ich meine, ich find's gut, weil jetzt könnten wir sagen, ah nee, ich habe jetzt, weil ihr habt das ja gesehen. Ich habe hier, warte. Hier immer so Reserven stehen, weil ich nicht diese blöden Frisselsdinger hinbekommen habe, ne? Aber wenn du einfach bei dem Boden, hier, wenn ich da, da muss ich nur einmal draufklicken. Aber hier, da, Stil kopiert. Wenn ich aber hier draufklicke, einmal, macht der nicht. Ich muss echt gedrückt halten. Oder hier, da, direkt
richtig eingestellt. Das ist so gut. Und ich mache mir hier solche Umstände. Das ist so gut. Oder, was ich auch erfahren habe, durch Rieme, und zwar, ja, mit Teppiche. Da habe ich mich gefragt, warum steht das da drauf? Dann packe ich das da drauf. Warte, wie hat er das gemacht? Ich weiß, man kann das nämlich ändern. Nein. Bearbeiten? Da, mit bearbeiten. Fusseltastisch kann ich jetzt da reinschreiben. Und dann steht da einfach fusseltastisch. Wie ist das denn bitte schön? Ich meine, man hat noch keine Fonds. Ich fände das so gut, wenn man da Fonds drin hätte. Fonds. Ich hätte gerne Fonds. Also verschiedene Schriftstile. Aber, ich lerne dazu. Das ist so gut. Das ist so gut. Ach, übrigens, wenn wir schon mal dabei haben, also wenn wir hier schon mal Nikro dabei haben und Avatar Steven. Das ist jetzt gut. Also Nikro, ich habe gehört, wir werden demnächst nicht nur Rieme mal eben im Stream attackieren, sondern auch Avatar Steven. Der hat nämlich gestern einen Stream zum Laufen gekriegt, so halbwegs so lala. Aber es scheint wohl demnächst zu klappen. Und da ist guter Content. Also was wollte ich sagen? Bla. Genau bla wollte ich sagen. Da ich euch beide schon mal da habe. Bla. Da. Wollte ich sagen, guck mal, ich habe festgestellt, dass mit dem neuen Update, die wir ja mit den Patch-Notizen nicht durchgelesen haben, warum auch, wir wollen uns ja immer überraschen lassen, wir können jetzt entweder wieder zu Herbert im Wald gehen, oder aber, was ich festgestellt habe, wir haben einen neuen Auftrag. Ist die Frage. Was wollt ihr? Ja, ist ja gut. Ist gut. Ich versuche zu reden, du blöde Glocke. So, gehen wir mal weg. Ist die Frage, was machen wir dann? Kümmern wir uns erstmal um Herbert? Die Herberge im Wald? Oder machen wir den neuen Auftrag? Und dann ist wiederum die Sache, ich muss den letzten Stream, ich kam da noch nicht zu, ich muss den letzten Stream nämlich noch auf YouTube hochladen. In zwei Teilen. Der Chat. Kaum hat der Chat keine Macht und Gewalt, weil ich ihn nicht einblende, schon ignorieren sie mich. Ich wusste es. Ich kann da nicht ernst bleiben. Nee, weil ich weiß, bei Herbert müssen wir noch eine ganze Menge machen. Wir haben zwar schon die ganz oberste Etage, haben wir schon fertig. Die mittlere Etage haben wir schon einiges rausgerissen. Und sind wir, ich glaube, da sind wir gerade beim Badezimmer so weit fertig, bei diesem offenen Glasbad. Aber wir könnten hier jetzt auch einen neuen Auftrag starten. Ich weiß halt nur nicht, wie groß der wird. Wow, wow, wow. Aber ich habe noch Internet, ne? Oh. Nachdem das beim letzten Mal abgeschmiert ist, ist das etwas eigen gewesen. Hm. Okay. Unser Pixeldichter, der ist jetzt gerade anscheinend immer noch am Futtern. Ah, da. Verzeihung, ich musste bei meiner Mokka-Kaffeekanne den Filter austauschen. Verzeihung, ich wollte dir gerade unterstellen, dass du noch was am Futtern bist und deswegen gerade so vertieft in deinen leckeren Hefezopf bist, dass du nicht dazu kommst, mir zu schreiben. Aber dadurch, dass du jetzt schreibst, ne, hast du jetzt die Macht, Neko zuvorzukommen und zu entscheiden, ob wir hier den neuen Auftrag übernehmen, von dem ich nicht weiß, wie lange das dauert. Oder ob wir zu Herbert die Herberge im Wald gehen. Hier draußen haben wir ja schon aufgeräumt. Wir haben hier schon ein bisschen verändert von draußen. Das hast du ja... Ich weiß gar nicht, hast du das noch mitbekommen? Ich weiß nicht, wo das war. Ich weiß nur, dass wir die ganz oberste Etage schon hatten. Die haben wir noch gar nicht gemacht. Weil wir sind jetzt bei der mittleren Etage. Und ich weiß, dass Nekro und Reilin hinten einen Pool haben wollten im Garten. Hier wollten wir einiges rausruppen, weil das einfach viel zu groß ist. Wir wollten, glaube ich, eine offene Küche machen.
Hier oben waren wir schon, genau. Hier oben haben wir fertig gemacht, da haben wir ein etwas schmaleres Bett genommen, haben das Fenster behalten, aber die Tapete etwas geändert. Das haben wir rausgeruppt. Hier hinten haben wir unsere Kerzenecke reingemacht. Hier oben, die Wand haben wir, glaube ich, bis hier oder da. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ziemlich weit runtergekloppt, damit wir da ein offenes Badezimmer haben. Das hatten wir schon gemacht. In der Etage waren wir noch nicht. Das ist nämlich ganz unten, soweit ich weiß. Ich glaube, in der Etage sind wir gerade. Da haben wir hier raus das Gaming-Zimmer gemacht, glaube ich. So. Das war vorne, glaube ich. Ich verlange immer noch meinen Stacheldrahtspielplatz. Sag deinem Landsherren, es ist lange mal Zeit. Hör mal. Erstens müssten wir dafür Stacheldraht bekommen vom Spiel. Und das bekommen wir einfach nicht. Zweitens, in House Flipper 1 habe ich, glaube ich, auch nicht im Workshop Stacheldraht gefunden. Da gibt es nämlich nur Ketten. Und auch im Hauptspiel gibt es nur Ketten. Also, dann müsstest du dich bei den Machern von House Flipper beschweren, warum es kein Stacheldraht gibt. Ja, aber das beantwortet immer noch nicht meine Frage. Soll ich jetzt an Herbert die Herbert Herberge im Wald arbeiten weiter? Oder soll ich hier direkt mal die neue Mission starten? Die könnte aber auch lange dauern. Wie ich mich einfach selbst vor einer Entscheidung drücke. Boah, das kannst du doch nicht schreiben. Das erklärt einiges. Ich war jetzt gerade mal so dreist und habe einfach mal geguckt, laut OBS, wer denn alles im Chat ist. Und ich habe gesehen, dass Neko angeblich nicht mehr im Chat ist. Zuerst das andere fertig machen. Er hat gesprochen! Bla 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 bla. Dann ab zu Herbert, die Herberge. Ach ja, zum Haus gehen. Und wusstest du schon, du kannst Toilettenpapier einzeln aufhängen. Aber das wusstest du gerade jetzt schon von Anfang an, weil du es einfach mal ausprobiert hast, ne? Oder? Oder? Nimm Tipps von Bibern an. Genau, hier oben, seht ihr? Das hatten wir schon gemacht. Guck mal, das hier brauche ich dann gar nicht mehr. Dank Rieme brauche ich das hier gar nicht mehr. Ich kann es ja einfach kopieren. Das heißt, das ist so gut. Guck mal, das ist doch wunderbar. Das hier sind jetzt Pseudogardinen. Einfach nur Dekokack-Elemente. Wir sind jetzt nachts. Das sieht doch eigentlich ganz schön aus. Hier, das wirkt ein bisschen zu leer. Man könnte hier vielleicht. Das könnte zu viel sein. Aber hier, so in dem Bereich. Aber das könnte falsch aussehen. Das ist zu hoch. Das ist zu. Das ist auch zu groß und zu hoch. Und auf den Dingern kann ich, glaube ich, nichts draufstellen. Als Beispiel, ich würde den jetzt. Das habt ihr auch gesehen. Aber ich habe das Gefühl. Nee, ich lasse das erstmal so gucken, ob man sich da dann da was draufstellen kann. Das übliche Thema. Der Stream läuft auf dem Fernseher über die PlayStation. Da erfasst er mich dann nicht mehr als Viewer. Bin noch da. Viewer. Yeah, er ist noch da. Er ist noch da. Yeah. Er ist noch da. Yeah. Ja, das macht keinen Sinn, dass das da noch draufpackt. Warum? Ich brauche. Vielleicht brauche ich ja winzige. So, jetzt habe ich was Winziges. Das passt hier. Das passt da drauf. Aber sieht kacke aus. Ach, das geht nicht. Doch, das geht schon. Oh mein Gott. Seht und staunet. So, kann ich das jetzt mit einfach die Größe ändern und der wächst mit? Natürlich wächst er nicht mit. Warum kann ich wachsen nicht mit? Warum sollte er auch mitwachsen? Guck mal, das ist ein Deko-Element. Das muss so sein. So, jetzt müsstest du aber. Das geht! Guckt euch das an! Das ist so. Wow! Oh mein Gott, endlich funktioniert was. Okay, aber ich hätte das gerne. Okay, in Gold gibt es das nicht. Dann müssen wir halt ein bisschen tricksen. Das hier könnte mit
viel Fantasiegold darstellen. So, dann... Das kann ich aber in Gold machen. Das ist gut. Details lassen wir in Holz. Das können wir schön so lassen. Und dann können wir da noch eine Pflanze hinpacken. Pflanze. Pflanze. Du bist eigentlich viel zu groß. Du bist gut. Dich nehme ich. Die wirkt da so verloren. Die wirkt da so verloren. Aber der Vorteil ist, ich kann das jetzt hier hinpacken und kann das hier einfach mal, nein, ich will immer darauf klicken und kann die Größe da einfach mal ändern. Dann dupliziere ich den Kram wieder. So. Muss den hier sowieso noch ein bisschen rumwechseln. Warte, dann mache ich das so. Dich packe ich dahin. Nein, natürlich nicht. Könnte ja vielleicht komisch aussehen. So. Mysteriös. Neko ist überall und nirgends. Nur ein Schatten seiner selbst. Diese Frage beantworten wir in der nächsten Folge von X-Faktor. Das Unfassbare. Ja, genau das. So. Ich habe das jetzt absichtlich so gemacht, weil das sonst, glaube ich, meines Erachtens beim letzten Mal nicht richtig übernimmt. Ja, ich weiß, auf dem Boden sitzen die ganz gut, ne? Aber wir wollen die ja dahin packen. Und dahin packen. Mal, so wirkt das ein bisschen, ein bisschen fehl am Platz, aber zumindest wirkt das nicht so leer. Ich könnte jetzt hier Regale oder irgendwie Dekokack machen, aber dann wirkt das so verloren und verlassen da drin. So, aber jetzt haben wir das auch wirklich mit unserem wunderschönen Bad, mit den kleinen Kerzen. Hier müssen wir auch nicht sonderlich viel machen. Weniger ist manchmal mehr. Jetzt kommen wir hier. Guck mal, Negro. Das wunderschöne Bad mit dem kleinen, ausgetricksten Abfluss, den wir gemacht haben. Was sagst du dazu, Negro? Ist es dir und Reilens würdig? Darf es so bleiben? Ein Schatten meiner selbst. Ich bin zwar nicht der stämmigste, aber so dünn nun auch wieder nicht. Ja. Aber überleg mal. Silence verschwindet in der Dunkelheit. Du bist ein Schatten deiner selbst. In welche Richtung gehen wir, bitteschön? Als wären meine Streams nur mit Dunkelheit, Schatten und Finsternis verbunden. Aber Negro. Nee, so war das nicht gemeint. Ja, ja, Steven. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich verstehe das. Vollkommen. Pass nur auf, wenn du streamst. Da werde ich für sorgen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde dafür sorgen, dass das auch unvergesslich ist. Hier hätte ich gern so eine Statue drin. So eine Büste. Ah, es gibt ja keine Büste. Sie hat Brüste gesagt. Nein, ich habe Büste gesagt. Jetzt hat sie aber Brüste gesagt. Dekorativ? Was ist das? Größenverstellbar? Die Kategorien sind neu. Ich bin der Meinung, Treppen gab es schon. Aber Größen, dass es die Kategorie Größenverstellbar gab? Oder Dekorativ? Was ist das? Eine Markise, ja, sehe ich auch, aber... Was ist das? Das ist auch eine Markise. Ja, das sehe ich auch, aber... Die sind neu. Und dann weiß ich ungefähr, was mich in der neuen Mission erwartet. Markise, oh mein Gott. Oh. Hauptsache, wir kriegen jetzt Markisen, aber keine verstellbaren Gardinen. Sagte sie und sollte vielleicht mal doch nochmal schauen. Hey, Hausflipper, ich habe hier eine wunderschöne Gardine und ich würde sie gerne verstellen können in der Größe. Guck mal, die ist... Oh! Ich habe da was gesehen. Hausflipper. Oh mein Gott. Hausflipper geschafft.
Hausflipper hat's geschafft. Oh mein Gott, Hausflipper. Oh mein Gott, ich bin so glücklich. Was heißt glücklich? Nein, ich bin glücklich, lass mich. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich darunter gelitten habe. Aber jetzt habe ich das, glaube ich, auch hier unten gesehen. Ja, guckt euch das an. Oh mein Gott, das ist so schön. Es ist so schön. Oh mein Gott. Ich finde noch immer, dass die... Warte, andersrum, weiter oben. Übrigens, du darfst auch meinen Hauptcharakter erstellen, wenn du willst. Aber nur eine Klasse nehmen, die Schwerter benutzt, ja? Ja, nee, da ist okay, mache ich dann, Steven. Ich finde immer noch, dass die Lampen heller sein müssten. Nee, sie tut das. Well done, Horse Flipper 2, ja, ja. Ich meine mehr eine Art, naja, so wie in Fire Emblem Fates, wie der Ninja Kase, der Winner, keine Ahnung. Aber, oh mein Gott, guck mal, man kann sich ändern. Ich bin so glücklich. Okay, das sieht jetzt hier halt kacke aus, aber, oh mein Gott. Warte. Oh mein Gott. Ich meine, jetzt müssen wir das ja hier lassen, weil wir den Stil übernommen haben, aber, oh mein Gott. Das heißt, wir können oben bei uns das hinterher super gut hinkriegen und hier, oh mein Gott, kann ich hier mogeln? Die kann ich jetzt löschen, weil ich eine Funktion festgestellt habe durch Rieme, dass wir die ja gar nicht brauchen. Da habe ich die Tapete schon. Das hatte ich ja auch schon. Die Fliesen habe ich auch schon. Was bist du? Ach, das bist du. Die kann ich dann auch löschen. Und du dürftest das helle Holz sein. Oh mein Gott. Hausflipper hat das toll gemacht. Hausflipper. Ob ich einen an der Waffel habe, wird wahrscheinlich irgendwann mal gefragt. Ja, natürlich habe ich einen an der Waffel. Warte, was? Wie hier einfach mal kein Vorhang ist. So, das heißt, ich könnte jetzt hier zack machen. Hä? Ach ja, weil der noch zu lang ist. So. Weil, guck mal hier. Zack. Nein. Bitte Spiel. Ja, so halb. Guckt euch das mal an. Das ist so schön. Wobei, ich glaube, reicht das hier? Ich würde sogar sagen, ich brauche einen etwas breiteren. Aber der ist dann so. Den will ich nicht. Was ich nicht alles will, ne? Weil der ist, glaube ich, zu... Ja, der ist zu breit. Der dürfte passen. Genau. Guck mal hier. Oh mein Gott, guckt euch das doch mal an. Das ist... Wow, nein, nicht verkaufen. Das ist so gut. Wo ist mein Vorhang? Ah, okay. Dann ist der jetzt auf der Seite wahrscheinlich. Ich mache das jetzt erstmal so. Muss die Größe nochmal ändern. So. Dann werde ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen mogel, damit ich das sehe. Zack. Ja, dachte ich mir schon. Jetzt ist der auf der Seite. Bestätigen. Ist das gut? Ich meine, ja, das hätte Hausflipper schon längst tun sollen. Nein, danke. Oh mein Gott. Ich will... Was ist das? Aber gut, wir wissen ja jetzt, dass es das hier auch gibt. Da. So. Ich mache den jetzt erstmal kurz, damit ich den anpassen kann. Tada! Das sieht blöd aus. Ach so, wir kriegen da nur so eine ganz normale Stange. Okay. Jetzt muss ich nochmal gucken.
Einfach nur zum Anpassen. So. Nein, ist okay. Spiel, ich verstehe schon den Wink des Schicksals, dass du das nicht so haben willst. Okay. Ach, ja. Hey, das wäre doch mal eine Idee. Neuer Rekrut namens Necro, ein Ninja. Necro-Ninja. Der Necro-Ninja. Ab morgen im Kino. Bitte was? Ich muss mal kurz zumachen. Guck mal, für das Fenster ist es genau richtig. Nur die Stange ist halt zu, was? Ach so. Oh mein Gott. Ich dachte mir jetzt gerade so, hä? Das geht nur so, aber das ist in Ordnung. Das heißt, ich müsste schon den hier nehmen, weil die anderen sind zu breit. Der guckt aber zu weit raus. Erst einmal müssen wir hier den Stil ändern, weil... Nein! Nein! Was habe ich getan? Nein! Ich habe das doch so schön Mann! Ach, komm schon, Spiel. Ist okay, Spiel. Ist okay. Vielleicht willst du mir damit ja was sagen, dass das hier eigentlich ausreichen soll. Ach, Mann. Den hatten wir, genau. Ach, Mann, ich mache immer Rechtsklick. Das ist... So. Vielleicht muss ich den wirklich so weit in die Richtung schieben, damit ich den nochmal... Hä? Jetzt passt das ja vorne und hinten nicht. Dekorationsfail. Warme Winde incoming. Ja, nee. Unser neuer Boy des Windes. Ah, Gott, Leute. Ihr macht wieder Sachen. Aber ich glaube, wir lassen das hier mit den Gardinen mal. Gerade mit dem Ding. Aber ich finde es so gut, dass es jetzt mittlerweile geht. Es geht einfach und das ist so toll. Wildleder, gestreiftes Wildleder. Ich will ja keinen Strickstoff. Einfach instinkt nochmal weiß. Und Details bitte in Gold. Sieht zwar aus wie ein Handtuch, aber ich finde es so gut, dass man das jetzt umändern kann. Das ist so gut. Für diese Kombination geht es noch nicht. Da fände ich das gut, wenn man... Ja, jetzt habe ich wieder zu hohe Ansprüche, tut mir leid. Das ist schon mega gut für normale Fenster. Werde ich das definitiv benutzen. Aber wenn man hier so eine Kombination hat zwischen Tür und Fenster nebeneinander, ist das noch nicht ganz ausgereift. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen. Weil ich meine, schon Gardinen zu kriegen oder Vorhänge, die man so auf und zu machen kann, das ist schon so der Shit. Das ist so der Shit. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein Shit ist. Und ich muss mal kurz was gucken. Eventuell. Bodenübergangsstreifen. Das sind die hier, ne? Nein. Also ja, wahrscheinlich, aber... Dann mache ich das hier rüber. Zack. Hä? Ach, komm schon. Komm, Spiel. Spiel. Das kannst du mir nicht antun. Spiel. Bitte. Da will ich einmal diese verkackten Bodenleisten nehmen und das Spiel sagt nein.
Ecke. Guckt euch das doch mal an. Der überschneidet. Zack. Vielleicht kann ich es austricksen. Nein, kann ich wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht kann ich es ja doch austricksen. Aber vielleicht auch nicht. Jetzt hast du denselben Fehler nochmal. Ach Mann. Dann müssen wir hier leider diese wegmachen. Oder vielleicht können wir noch weiter. Leiste ein bisschen. Nein, ich brauche schon eine Bodenübergangsleiste. Weil das ist nur so eine Seitenleiste. So ein langweiliges Ding. Wir brauchen aber das Ding. Ha, kriegen wir nur nicht für das, was wir haben wollen. Beziehungsweise nicht für so klein, wie wir das haben wollen. Weil man geht ja irgendwie anscheinend nicht davon aus, dass man sowas Bescheuertes macht wie ich. Oder, es wird mega kacke aussehen, aber ich will... Und da wäre dieses präzise Drehen jetzt so gut. Guck. Hallo. Das ist halt so... Ich will es noch präziser drehen. Ich probiere jetzt schon einige andere Sachen aus. Will er nicht machen. Will er einfach partout nicht machen. Dann müssen wir leider Gottes Willen mit sowas Hässlichem zusammenarbeiten. Sonst hätte ich ja gerne hier... Wir könnten es nutzen. Wir könnten was anderes nutzen. Oh Gott, das ist so bescheuert. Aber dieses Haus ist schon von vornherein verflucht. Bescheuert. Und zwar... Lichtschalter? Nein, wir nehmen Deckenlampen. Und zwar nehmen wir dann... Die sind nicht in der Wand drin, das ist natürlich blöd. Selbst da müsstest du drüber steigen. Das ist blöd. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir machen sowas hier unten rein. Aber wie ihr seht, ich wollte sagen, wie ihr seht, macht ihr das nicht, aber... Necro, du kriegst vielleicht eine Lichtdusche. Sieh. Guckt, so sieht man die Übergänge nicht so sehr. Necro! Was hältst du davon? Ist natürlich jetzt etwas gewöhnungsbedürftig. Und wir kriegen die in Gold. Ist das nicht ein Traum? Sieht echt gut aus. Voll übertrieben. Vor allen Dingen, ganz ehrlich. Mama, Mama, kommen die hier in die Herberge? Ich will eine Privatsphäre haben. Gucken nach oben. Ich glaube... Eine bessere Privatsphäre als hier kriegen sie nicht, weil sie hier die eigene Etage haben. Aber wenn sie dann hier sind, hier eine Privatsphäre zu kriegen, wird etwas schwer. Bin definitiv überzeugt. Ha, wir haben alles richtig gemacht. Necro ist überzeugt. Sehr gut. Oh nein, das Frisseln hat hier auch überhand genommen. Seht ihr diese Pixelfehler? Oh nein, wir müssen das Ding jetzt auch in Flammen setzen. Ah, oh, das ist so gut. Und diese Aussicht mit dem Gerüst, das ist einfach traumhaft. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Problem ist, irgendwie will ich hier an der Decke nichts haben. Cheap Viewers on? What? Bitte was? Bitte was? Hallo? Ach ja. Ich bin irritiert. Yeah, hat man geschafft, einmal irritiert zu sein. Ich muss mal kurz was gucken in OBS. Ja, mit OBS. Okay, das sieht man nicht. Sehr gut. So. Ach so, okay. OBS, genau, OBS. Nee, auf jeden Fall gucken wir mal rein. Nee, hier vorne, voll übertrieben natürlich, aber würde ich gern so lassen. Hier an der Decke würde ich halt gar nicht gerne irgendwie was runterbaumeln lassen. Da war ich am Überlegen, die kann ich nicht von der Größe ändern, oder?
Ich meine, die würde jetzt hier halt an der Decke auch sein, aber ich... Nee, die kann man, glaube ich, nicht von der Größe ändern. Nein. Okay. Das heißt, die kommt wieder weg. Na komm. Einmal richtig draufklicken. Danke. So. Wir müssten aber eigentlich noch LED-Streifen irgendwo haben. Die nicht irgendwo? Oder zählen die als Dekoration? Ach, guck an, wer da... da werkelt sie. Shani, hi! Mit dem, was baumeln lassen, lässt sich ja im Nachhinein noch was einrichten. Ach, Negro. Wenn es darum geht... okay. Ich habe immer das Talent, dass die Pflege sich dann meldet. Der Pflegechat, wenn ich streame. Zum Thema Baumeln. Necro will ja unbedingt was baumeln lassen. Das war aber bei denen. Hier, Necro. Extra für dich zum Baumeln. Hat das nicht eine schöne Form? Und da, wenn es für dich geht, werden wir hier oben noch irgendwelche runde Pflanzen daran setzen oder so. Necro, genau das, Necro. Aber wir sind jetzt woanders dran. Ich würde nämlich... Und ich bin der Meinung, wir hätten hier doch irgendwo... LED-Streifen gehabt. Oder bilde ich mir das ein? Oder war das bei Haus Flipper 1? Ich glaube, das war bei Haus Flipper 1. Ha. Das wäre doof. Necro? Die ist hübsch. Hör auf, den Chat wieder anzulecken, Necro. Vielleicht ein LED-Zeppelin? Hier haben wir Lichtschalter. Das Problem ist, wie gesagt, die sind alle zu klobig. Ich meine, wir können auch eine Schwengelparty hier machen. So eine Wii-Schwengelparty. Aber dann will ich nicht unter der Lampe sitzen. Oh, was tue ich und was sage ich da? Was sage ich? Ey, Necro. Necro. Reilen und du. Was ihr da schon wieder fabriziert habt. Ach, Mann. Ist die neu? Nee, ich glaube, die hatten wir schon. Die wirkt halt so ein bisschen deplatziert, wie die anderen auch. Die, vielleicht müssen wir dann doch sowas... Die wirkt zu wuchtig. Aber ich glaube, die ist sie eine der wenigen, die da gerade einigermaßen hinkommen könnten. Mal kurz das ausprobieren. Größe verstellen kann man nicht. Nein, Gold können wir lassen. Die wirkt hier so fehl am Platz. Aber ich glaube, Besseres kriegen wir nicht. Etwas Besseres kriegen wir nicht. Dann müssen wir halt damit vorlieb nehmen. Gut, ich packe die jetzt erstmal hier hin. Damit war die... Also mittig ist sie auf jeden Fall schon ausgerichtet. Die ist viel zu nah an der Wand dran. Ah, nein, 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 nein. Warte, wenn dann sollte ich das von hier machen. Das sieht mir vernünftiger aus. Ja, doch. Wir können auch eine Schwengelparty machen, Kimini 24. Nein, Necro, nein! Nein! Oh Gott. Morgen in der Gamesflash auf der Titelseite mit den zweiten Überschriften. Teasert sie hier ihr Off-Debüt? Nein, nein. Um Gottes Willen, nein, da will ich gar nicht hin. Kann man so lassen? Ja, nein, ich mag Kekse. Ich denke, es ist irgendwie okay. Ich weiß nicht, um was es geht, aber Gerda, was hast du schon wieder für Gedanken? Ich habe keine Gedanken.
gehabt in dem Sinne. Neko hat zuerst irgendwie angefangen und dann hat sich das ergeben, wie so oft. Ich kann da nichts für. Klar, ich kann da wirklich, wirklich nichts für. Ich bin harmlos. Ah, ich werde gerade angeschripselt. Für den Chat ist dieser Channel eine verifizierte Handynummer erforderlich. Ich prüfe den. Ah. Was? Okay, das ist neu. Aber ich habe, glaube ich, mal gehört, dass Gronkh tatsächlich auch die Probleme hat. Weil, aber das ist. Unser Pixeldichter, sage ich jetzt mal so. Guck mal, Pixeldichter spricht sich besser aus als Avatar Steven. Hatte als Scherz geschrieben oder so, Handynummer erforderlich? Achso, nee. Der hat wohl irgendwas geschrieben, so rum. Ich starte demnächst einen Stream. Debbie hat gestern einen Rekrut für meinen Superschwer-Challenge erstellt. Wenn du willst, kannst du auch einen erstellen, einen Charakter. Das hatte er geschrieben. Ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist. Auf jeden Fall hat Neko dann die... jetzt bringe ich alle durcheinander. Hat Pixeldichter auf jeden Fall im Chat eine Nachricht bekommen. Für den Chat in diesem Channel ist eine verifizierte Handynummer erforderlich. Prüfe deine Handynummer in den Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen. Ich weiß nicht, Gronkh hatte das Problem aber auch mal. Versuch einfach mal aus dem Stream rauszugehen und danach wieder reinzugehen. Vielleicht löst sich das dann. Also... Ich weiß es nicht. Ist ganz komisch. Ja, immer diese Nekro-Schuld. Ja, natürlich. Aber echt mal, ich bin total unschuldig. Nein, bist du nicht. Du und Reilen. Ihr versaut mich. Und das ist nicht gut. Wir wollten hier... Oder machen wir das lieber hier? Weil wenn wir hier die Treppe hochkommen und da ist direkt so ein Schreibtisch, sieht das doof aus. Aber wir können hier eine Sitzecke hinmachen. Dann kommt da der Schreibtisch hin. Tische. Schreibtische. Ich will jetzt einen großen Schreibtisch. Einen sehr, sehr großen. Gib mir einen großen. Oh, ein großer Schreibtisch. Sieh da. Er ist groß. Und Schreibtisch. Das ist Ton. Ist die Frage, ob er da reinpasst. Hey! So, danke. Das wollte ich haben. Ich wollte einen Schreibtisch haben, der so groß und schreibtischig ist wie dieser hier. Seht und staunet. Und in Wirklichkeit sieht das eigentlich nur hässlich aus, weil der Tisch nicht bis da vorne geht. Aber vielleicht könnten wir hier noch ein kleines Regal hinpacken. Oder eine Pflanze. Wir packen eine Pflanze hin. Aber in erster Linie müssen wir mal kurz... Oh, komm schon. So, besser. Griffe. Also es müssen da schon Griffe ran. Die würde ich gerne nehmen. Die Basis. Ich hätte ja sonst Gold gesagt. Wir sollten dann doch schon schwarz nehmen. Allein weil die Rückwand hier schwarz ist. Das wäre nicht verkehrt. Die zweite Basis jedoch. Ach, das ist der Standfuß. Und links unten seht ihr das. Den können wir in Gold nehmen. Die Oberseite. Die Oberseite könnte man an und für sich in dem Holz machen. Wobei, wir hatten dunkles Wengenholz auch. Nehmen wir das. Und die Vorderseite. Die würde ich in Weiß lassen. Die würde ich in Hochglanz Weiß lassen. Die Griffe kommen in Gold. Und Details, was willst du für Details? Ah, okay. Ach, komm schon. Es ist doch schon Mobbing fast. Dann nehmen wir das so. Es sieht natürlich komplett mucksig aus. Ein bisschen merkwürdig. Aber dieses ganze Haus hier ist merkwürdig, von daher... Muss ich nochmal WhatsApp ein bisschen im Blick behalten. So, weil ich kann mir vorstellen, dass entweder Pixeldichter, ach, der schreibt gerade, dass er jetzt gerade sich um das Problem kümmert mit dem Chat
Oder halt nicht. Aber ich glaube, ich musste das auch mal machen, als ich im Grand Chef was schreiben wollte. Dass ich meine Nummer angeben musste. Stefano schreibt, bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Jetzt muss der Chat damit vorlieb nehmen, dass ich warte. Nein! Was habe ich getan? Was läuft das Film noch? Ja, das ist kein Problem. Ich kann nicht meinen Account mit meiner Nummer verifizieren. Hä? Hör mal, du hast aber auch ein Glück. Das fing ja irgendwie gestern bei dir an. Mit dem Glück-Pech. Also echt mal. Das kommt garantiert von deiner Umbenennung, weil du nicht mehr Pixeldichter heißt. Ich sag's dir, ne? Avatar Steven hat dir deine Glückssträhne den Rest gegeben. Ja, das ist es. Das muss es sein. Necro stimmt mir da bestimmt zu. Necro, stimmt mir bitte zu. Sonst wäre das ziemlich peinlich hier. Das wäre wirklich wunderschön, wenn du mir jetzt zustimmen würdest. Du darfst auch einmal im Chat rum... was? Nein, ich manipuliere doch hier keine Leute. Nee, das war vorher schon ein Problem. Ach so. So, ich habe jetzt noch mal kurz was zu trinken geholt und ich trinke mal kurz was. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Hab noch was kurz getrunken. Sehr gut. Das wirkt jetzt alles noch ein bisschen so... Aber nicht verzagen, Kimi fragen. Wir kriegen das hin. Wir haben schon eine ganze Menge hingekriegt. Bei den Dingern weiß ich nicht, ob die jetzt... Guck mal, da ist jetzt aber so ein Blumenpott drauf. Oder? Aber du kannst sie später drauf... Ja, du kannst sie da drauf stellen. Ich wollte aber jetzt gucken, ob die das jetzt hier gefixt haben. Weil wenn die das gefixt haben, wäre das nice. Beim letzten Mal war das nämlich so... Boah, warum ist das immer so groß? So, beim letzten Mal war das nämlich so, dass die Pflanzenpötte, wenn ich sie da reingestellt habe, verschwunden sind. Man sieht sie wieder. Das ist gut. Dann habe ich nichts gesagt. Dann duplizieren wir uns den Spaß mal. Packen den uns hier vorne hin. Da, da. Und da. Und zwar werden wir jetzt... die Größe ändern. Und dann gucken, ob das immer noch funktioniert. Da. Wisst ihr, was auch gut wäre? Wenn ich das hier auf Tischbeinhöhe höher stelle. So. Muss ich den Pott aber noch anpassen? So. Ich fände es gut, wenn du hier in dieser Funktion... eine Funktion hättest, eine vierte. Dass du sagst, hier Stil kopieren, duplizieren, Stil ändern und eine Sonderkategorie zwischen hast mit Größe ändern. Dass man da sagt, hör mal, du musst nicht immer nur auf Stil ändern und dann hier drauf auf Größe ändern, sondern dass du direkt einen Punkt hast mit Größe ändern, wo du das dann anpassen kannst. Ich habe wieder Sonderwünsche, also echt mal. Die von Hausflipper so, mein Gott, halt deine Fresse. Wir machen doch schon, was wir können. Und du blöde Kuh. Nein, sagt die so nicht. Ich muss die noch ein Stück höher setzen, oder? Kann ich da mogeln? Nein, sieht kacke aus, wenn ich mogel. So. Nein! Ach, okay. Ich habe einfach nur noch nicht bestätigt. Übrigens... muss ich euch ja loben. Ja, manchmal muss ich euch loben, obwohl manchmal ist das vielleicht doch ein bisschen übertrieben mit dem Lob. Das ist halt blöd mit der Fensterbank. Das wäre auch schön, wenn ich die Fensterbank von der Größe ändern könnte. Ich mach mal Fensterbank weg. In diesem Fall... bestätigen. Und jetzt, oh mein Gott, ich danke Rime dafür.
dass ich das immer noch hinkriege. Das ist so gut. So, dann haben wir das so. Dann kollabiert das hier auch nicht mit. Ich meine, das wirkt jetzt hier ein bisschen blöd. Vielleicht müssen wir den hier doch bis hier oben anpassen. Wobei, das könnte sich mit der Pflanze kaschieren. Wir gucken mal. Ah, nein, ich muss erstmal duplizieren. So. Ich glaube, ihr wisst, warum ich das so komisch finde, weil das hier nicht angepasst ist. Und weil das Schwarze hier rüberragt. Ich hätte deswegen gerne das Schwarze hier vorne gehabt. Ich gucke erstmal, wie das funktioniert. Ansonsten hätte ich das... Das wirkt halt so... Meh. Größe. Ich hätte das schon gerne mindestens so. Ja, das ist jetzt halt blöd. Moment, ich muss das jetzt gleich nochmal anpassen. Gegebenenfalls müssen wir den restlichen, also den komplett zum Schluss, müssen wir dann wegmachen. Weil, wie ihr seht, den hätte ich gerne dann so gehabt, dass er so da drauf steht. Aber das funktioniert nicht. Es gibt den leider nicht so. Deswegen überlege ich gerade, den hier einfach wegzupacken. Wedel, wedel, wedel. Ich schaff das. So. Zurück. Nein, den will ich nicht. Dann müssten wir rein theoretisch... Ich passe die Dinger jetzt erstmal an. Diese Schwebedinger sind ja katastrophal. So. So. Guck, jetzt passt das hier auch besser mit dem Ding. Die würde ich dann auch in schwarz lassen. Das hier muss ich jetzt nochmal gucken vom Stil her, was das für ein Holz ist. Dunkles Wengenholz. Das passt uns sehr gut in den Kram. Bist du dunkles Wengenholz? Ich weiß es nicht, Jala. Du bist einfach nur eine Farbe mit einem Schnittmuster. Das wollen wir aber nicht. Dann müssen wir das selber kaufen. Soll aber kein Problem sein. Holzpaneele. So. Ist halt blöd für dieses eine Ding. Nein, der ist genau dazwischen. Ah, dann geht das nicht. Dann geht das nicht. Und das sieht kacke aus. Gut, dann kommt der halt weg. Dann muss das hier erstmal so ein bisschen kacke aussehen. Das hätte ich hier nämlich eine Holzplatte einfach hingemacht, so wie hier. Und den Pott dann da drauf gespackt. Was? Dunkle Wengeboys? Ja, die Wengeboys. Neko hat noch nicht geschrieben. Ich glaube, der setzt sich da mit dem Problem jetzt auseinander. Wäre aber, glaube ich, auch nicht... Jetzt habe ich mich schon wieder verklickt. Wäre aber, glaube ich, auch nicht verkehrt, spätestens wenn er streamen wollen würde. Und jetzt müssen wir unseren Stil von den Dingern ändern. Ich glaube, Gold wäre hier in dem Fall übertrieben. Ich hätte tatsächlich mal Stein genommen. Keramik? Könnte man nehmen. Oder Marmor. Komm, wir nehmen jetzt einfach Marmor. Marmor. Stil kopieren. Zack. Und jetzt kommen da Pflanzen hin. Verschiedene wunderschöne Pflanzen. Ich nehme jetzt absichtlich erstmal winzige, weil, wie ihr seht, sind die gar nicht mal so winzig. Das sieht verzweifelt aus.
Das sieht allgemein so verzweifelt aus, als hätte das Ding keinen Platz. So, das heißt, die schon mal nicht. Die wirken, glaube ich, auch nicht sonderlich gut. Ich hätte schon gerne grüne Pflanzen. Das ist, glaube ich... Wow. Ich bin mir gar nicht sicher, sind die jetzt auch neu? Ich habe die, glaube ich, gar nicht so auf den Schirm gehabt. Okay, dann brauchen wir kleine Pflanzen. Was ist mit der hier? Die wirken alle zu groß. Natürlich seid ihr zu groß. Aber wisst ihr was? Das ist mir jetzt gerade egal. Die brauchen mehr Pflanzen. Die brauchen definitiv mehr Pflanzen. Wisst ihr was? Ich nehme jetzt die Pflanzen hier überall. So, und drehe die einfach. Ja, das mache ich jetzt einfach so. Und dagegen könnt ihr nichts tun. Es sieht natürlich scheiße aus, aber dagegen könnt ihr auch nichts tun. Wo bist du denn? Elektronikmonitor. Ich bin der Meinung, es gibt auch einen Monitor, den man drehen kann. Oder war das wieder ein House Flipper 1? Das sind... Nee, ich glaube, ich muss unter Hobbys. Ich glaube, ich muss unter Hobbys und dann Spiele. Nein, muss ich auch nicht. Wie garstig Kacke ist das denn? Weil der sieht so doof aus, dieser normale Monitor. Und die Fernseher sind einfach zu groß. Dann müssen wir wohl sowas holen. Und dieses blöde, nicht manuelle... Warte, wenn wir hier sitzen. So. So. Besser kriegen wir den nicht gedreht. Sonst hätte ich ihn versucht, hier dran auszurichten. Aber leider sagt das Spiel... Ist es scheißegal, was du da ausrichten willst. Oder anscheinend ist dem Spiel das doch nicht scheißegal und es will uns einfach nur trollen. Ist okay, Spiel. Dann machen wir das so. Sieht scheiße aus. Ja, okay. Ist ja gut. Ihr habt recht. Was ist damit? Sieht auch scheiße aus, aber besser als gerade. Ja, gut. Aber wir sagen einfach, das ging nicht an... Weißt du, was ich mache? Ich stelle den so und dupliziere den, damit wir dieses Debakel gleich nicht mehr haben. So. Ich glaube, wenn ich den hier hinpacke, kann ich den hier... Nein? Ja? Selbst mit dieser kleinen Lücke kann ich mitleben. Damit nicht. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Besser kriege ich das jetzt wirklich nicht hin. Also zum verfusselten Fusselmist. Besser kriege ich es nicht hin. So. Ist blöd mit dieser Dings da hinten. Aber da können wir eine Pflanze hinpacken. Natürlich packen wir da eine Pflanze hin. Ich meine, wir müssen sie ja nicht gießen. Wir? Nee. Die hier hinkommen wollen, die müssen die gießen. Da, ja, das ist dann nicht unser Bier. So reden wir uns aus der Verantwortung raus und stellen fest, dass das scheiße aussieht. Ja, auch das müssen wir, damit müssen wir leben. Es macht sogar keinen Sinn. Okay, ist okay. Wir lernen aus Fehlern, aber wir wissen definitiv, da muss was hin. Dekokack. Dekokack haben wir schon lange nicht mehr gehabt, also kommt das dahin.
Deku, ja, Deku. Deku, Neku. Was machen wir da? Eine Kerze und setzen dann alles in Brand. Yeah. Ich will nur gucken, ob man den sehen könnte. Wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Dann wisst ihr was? Kack drauf, wir packen da jetzt eine Lampe hin. Es wird nur noch schlimmer. Die ist zu groß. Wer hätte das gedacht? Die hier ist... perfekt. Wer kennt sie nicht? Die Monitorlampe. Oder, Necro? Du kennst sie doch auch, die Monitorlampe, oder? Komm, wir kriegen die doch hier oben drauf. Die Monitorlampe, die... Guck dir das doch an. Wie kacke kann das denn aussehen? Ja, einfach ja. Ah, es sieht so kacke aus. Aber hey, ist es mittig. Ach nee, komm, komm, das machen wir nicht. Ach Mann. Die sind alle viel zu groß. Oder wir lassen das mit der Ecke und dann kommt hier so eine. Die haben wir nämlich oben auch stehen. So. Ist das die Bildschirmbeleuchtung, von der man so viel hört? Genau das, Necro. Genau das. Jetzt müssen wir aber gucken. Jetzt müssen wir die hiervon kopieren. Und da drauf setzen, damit wir das einfach mal haben. So. Ich glaube, die, da sagen wir einfach, die muss man manuell anmachen. Die schon verbunden? Natürlich habe ich die nicht verbunden. Ich scherz Keks. Kann das ja auch nicht funktionieren. Ah, besser. Besser. Guck. Und dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt müssen wir gucken. Wir haben ja hier oben die hier reingepackt. Ich sagte die hier. So. Und eigentlich müssten wir das für den Stil so übernehmen. Damit das halt von oben, von dem Stil halt gleichbleibend ist. Und da oben hatten wir jetzt nichts. Da hatten wir ja auch diesen Balken. Das ist auch gut. Dann haben wir den Stil jetzt behalten. Und müssen jetzt hier nur noch den anderen Kram hinpacken. Wie zum Beispiel eine Tastatur. Bitte setzen Sie eine Tastatur hin. Sie könnten diese gebrauchen. Da muss ich mal gerade was gucken. Ich glaube, bei einer Sache habe ich was vergessen. Ich habe einen Wecker vergessen. In Wecker. So. So. Stil sollten wir kopieren. Und da drauf setzen. Ja, besser. So. Sehr gut. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Ja, hier brauchen wir auch noch weiteren Kram. Und zwar Kopfhörer. Eigentlich bräuchte man ein Headset. Aber okay, lassen wir das. Natürlich. Das Polster. Ja, nee, Polster ist natürlich auch hier oben. Da. Das ist natürlich auch bepolstert. Wer kennt's nicht? Details. Mit Details sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Aber es würde natürlich nicht hier hinpassen. Außer wir nehmen das da. Weitere Details. Ach komm, nehmen wir das da. So.
So, das kann man dann da unten wegnehmen. Also auf einen zukünftig dastehenden Stuhl. Was? Von der Form her hättest du die rosa Lampe aber auch auf den Stuhl packen können. Nekro. Warum Nekro? Sag mal, Nekro, hast du uns? Ich frag so, für Freund, so. Weiß ja nicht. Manchmal muss ich... Das ist aber nur eine Spielkonsole, ne? Kein Computer. Ja, die können wir doch die hier hinten reinpacken. Komm, komm, Spiel. Spiel, bitte. Das passt hier rein. Wenn du wüsstest, was ich hier alles in dieser kleinen Ecke reingefrachtet habe. Ah. Ja, gut. Dann eben nicht. Spielkonsole brauche ich nicht, ich brauche einen Computer. Dann müssen wir doch den ollen Computer. So ein Computer, das wäre ein cooler Computer, aber ist nur eine Konsole. Pff, das wollen wir doch nicht. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist besser. Ach komm, das würde da hinpassen. Natürlich würde das da hinpassen. Aber nein, wir müssen das jetzt... Das sieht kacke aus. Hier passt das nicht wegen der Schrägen. Wir sagen einfach, es ist wie beim Mac, das ist da drin mit eingebaut. Oder unterm Tisch oder was auch immer. Wir erfinden uns einfach irgendeine Ausrede. So. Was haben wir dann noch? Oh, das muss dahin. Oh, das Nokia. Einfach weil. VRS, Floor is Lava. Nein, das spiele ich nicht nochmal. Nicht jetzt. Irgendwie ist das gerade... Irgendwie ist die Luft hier gerade ganz komisch, obwohl ich das Fenster offen habe. Wir hatten hier doch aber vernünftige Controller. Nicht das? Oder musste Haus Flipper die Controller wechseln, weil es Probleme gab? Ich meine, das wäre schon kacke. Nee, das... Der schwarzes Eisen jetzt nicht. Komm. Ja, könnte ein bisschen schwer werden. Egal, es sieht stylisch aus, wisst ihr? Vor allem, was ist das für ein fetter Controller? Damit hätte ich garantiert meine Probleme. Da fällt mir ein. Was ist das? Kopfhörer? Okay. Kopfhörer-Etui. Die sind auch neu. Meines Erachtens. Oh, eine elektrische Zahnbürste. Hatten wir die schon mal? Ich weiß es gar nicht. Da, eine Maus fehlt uns noch. Das war das, was da auch noch fehlt. Aber da gab es doch auch mal eine Gaming-Maus.
Ich meine, guckt euch die Maus doch mal an. Was ist das für ein... Das sieht doch voll öde aus. Ich bin der Meinung, es hätte mal eine Gaming-Maus gegeben. In so einem Streaming-Setup muss alles immer total over sein. Ja, aber anscheinend nein. Also... Boah, nee. Irgendwas stimmt gerade nicht. Nee, du musst dunkelgrün sein. Du bist Gold. Du bist auch Gold. Und die Anzeigefarbe, die können wir so lassen. So. Eine, es gibt ganz viele Gaming-Mäuse oder vielmehr Gaming-Mäuschen. Mhm. Oh, Necro. Necro! Hörst du mal auf? Irgs, jetzt fühle ich mich selber schlecht für diese Aussage. Ja, ja, zu Recht, Necro, bitte. Oha. Gut, dass ich mich immer zum Trinken mute, denn, So ein Rülpsen will keiner mitkriegen. Boah, Kimmy rülpst. Nein, das kann nicht sein. Mhm. Irgendwie habe ich so viele Ideen, aber die verpuffen alle so. Puff. Jetzt hast du keine Ideen mehr. Das ist zu groß. So einen toten Fisch wollen wir nicht. Einfach weil da irgendwas hin muss. Ist das dieses berühmte Nute-Tee? Oder. Oh nein. Oh Gott, komm schon. Necro. No, Necro. Okay, okay, ich höre ja schon auf. Hält ja keiner aus hier, hör mal. Ich bin ja froh, dass ich hier den Stream jetzt gerade nicht einblende. Wer weiß, was die Leute dann von mir denken würden. Also ich bitte dich. Ah, oh, Mist. Da hätte ich ein Regalfach weniger, damit ich Ordner hätte reinstellen können. Nicht, um etwa den Preis in die Höhe zu stellen. Nein. Deko, Deko. Deko, Neko, der weiß, was er will. La, 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 la. Deko, Neko, der weiß, was er will. Ich weiß, ich bin gerade schlimm. Ah, die habe ich gesucht. Ja, doch. Könnten wir, glaube ich, so lassen. Brauchen wir einen Stuhl? Wo haben wir den denn? Auf der Toilette. Ich weiß definitiv, dass manche Dinge mir echt nicht gut tun. Diese Augen. Den würde ich nehmen. Weil er so, wie er ist, fast schon perfekt ist. Zumindest, au. Zumindest für dieses Haus. Teppichfreundlich? Auf gar keinen Fall. So. Hier wollte ich ja eine Sitzecke haben. Sofas. Das Problem ist, ich hätte gern... In House Flipper 1 gab es so ein richtig schönes Ecksofa. Ich bin der Meinung, so in diesem Stil, nur halt mit hier so einer Ecke dran. Das war nicht zu viel, es war nicht zu wenig. Aber das hier, die sind zu klobig, die sind zu groß. Kimmy, du hast doch immer irgendwas zu meckern. Ja, natürlich habe ich immer was zu meckern. Ich meine, das ging hier oben. Ah nee, das haben wir. Hm.
Nee. Ich hätte gerne. Vielleicht müssen wir so auch zusammen wursteln. Mit den Dingern. Wir wursteln uns mal hier was zusammen. Wir können ja hinter die Farben noch anpassen. Wir müssen die Farben anpassen. Ich meine, yeah, natürlich, das ist so gewollt. Es sieht natürlich so ein bisschen kacke aus, weil es gerade ziemlich kacke aussehen soll. Ich muss die Farben ändern, sonst... Nein, nicht den Stil kopieren, die Farbe ändern. Mein Gott, was bin ich für eine drullige Dusselkuh. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Das kommt dann in Schwarz. Schwarz. Das können wir lassen. In Plüsch. Aber bitte. Nee. Was für Details. Ach, das ist da unten wahrscheinlich das. Ja gut, dann nehmen wir dunkles Winkel. Winkel. Und jetzt können wir den Stil kopieren. Und stellen fest, es sieht... Oh Gott, da ist rechts gekrissel. Ha. Neko schreibt. So, ich mache mich mal langsam fertig. Stream läuft noch ein wenig nebenher auf dem TV. Aber gleich geht's zum Wellness. Falls wir uns nicht mehr hören, schreiben, wünsche ich noch ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende. Letzteres gilt natürlich für alle. Oh, danke. Ah, vielen, vielen Dank. Hab noch einen schönen Tag, vor allen Dingen einen schönen Wellness-Tag. Erhol dich schön, genieße die Zeit für dich und lass dich nicht ärgern. Und das mit dem Hashtag Kimi loben, nein, da muss stehen Hashtag Chat loben. Chat. Aber irgendwas passt mir hier noch nicht. Ist die Frage, kann ich hier was auf die Lehne setzen? Dieser Grafikfehler stört mich. Vielleicht muss ich gleich nochmal was nachgucken. Ich muss mal kurz gucken, winzig, ob ich... Das sind Wanddinger, die kann ich da doch nicht reinsetzen. Das wäre so gut sonst gewesen. Stellt mal vor, ich hätte das hier so zwischenpacken können. Dann sähe das aus, als gehöre das da drauf. Ich meine, so an sich würde es passen, mehr oder minder. Vielleicht finden wir ja doch noch einen Weg. Weg zu mogeln. Ja! Wir finden einen Weg zu mogeln. Das ist so gut. Guckt euch das mal an. Und das mit dem Oh, das stört mich aber jetzt ganz gewaltig. Befreien. Achso, ist auch neu, glaube ich. Grafik. Ultra-Qualität. Volle Auflösung. Ultra hoch, hoch, aus. Bewegungsunschärfe. Natürlich Bewegungsunschärfe aus. Hallo. Hoch, hoch, hoch. Chromatische Aberration. Was ist denn chromatische Aberration? Was ist das? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Moment. Chromatische Aberration ist ein Abbildungsfehler. Optische Linsen, der dadurch entstehen, dass Licht unterschiedliche Wellenlängen oder Farben... Das ist so ein Farbquerfehler. Ah! Kimi kann dich weiterbilden. Ändert hier aber trotzdem nichts dran. Ändert aber trotzdem nichts dran. Einstellung. Ach da. Ich habe was Falsches geguckt. Wir machen jetzt mal auf 10. Oh Gott. Ich glaube, das kann ich daran ganz gut sehen.
Das hat nämlich gerade nicht geflackert. Oh mein Gott. Ich mache jetzt mal auf 100. Einfach, weil wir es können. Holy nein. Oh nein. Nein. Da wird mir nur schlecht. Also wieder auf 0. Huh. Ja, besser. Auch wenn das unser Problem jetzt selber nicht löst. Aber warum? Warum kriselt das so? Hm. Ich speichere nochmal. Das hat es beim letzten Mal nicht gemacht. Hoch, 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 hoch. Ich gucke jetzt mal, was DLSS ist. Hat da nichts genützt. Ist natürlich blöd, ne? Spielerlebnis. Verwendung von Werkzeugen. Sprache auf. Ja, gut. Ich glaube, da kann ich erstmal nichts machen, außer hoffen, dass das irgendwann gefixt wird. Weil das sieht schon ein bisschen blöd aus. Das sieht schon ein bisschen blöd aus. Ach, wir wollten hier. Wir wollten mogeln. Natürlich übertreiben wir wieder. Weil wir übertreiben können. So. Ich will einfach nur gucken. Okay, der Arbeitschat wurschtelt wieder rum. Dann können wir die Dinger nämlich auch wieder in Gold machen. Du bist nicht gerade, das sehe ich doch. Das geht doch nicht gerade. Warum nicht, Spiel? Weil das Spiel mich nicht mag. Ist okay, Spiel. Ich kann es nachvollziehen ein bisschen. Es ist übertrieben. Es ist doof. Jetzt muss ich aufpassen, nicht, dass ich das Sofa verkaufe. Ich meine, wir können einen, glaube ich, behalten. So, ungefähr hier. Dann würde ich aber doch... Jetzt haben wir natürlich einen verkauft, was blöd ist, aber ich würde das natürlich dann so hinpacken. Hier geht das nicht wegen der Dachschrägen. Ist okay. Aber zumindest haben wir das dann hier vorne hingepackt. In Gold. Und dann können wir hier eine Pflanze hinpacken. Zwei, um genau zu sein. So. Ich muss gleich unbedingt in den Pflegechat gucken. Weil die schreiben mir ein bisschen... zu viel. Was ja an sich jetzt erstmal nichts Schlechtes heißen muss, aber ich mache mir natürlich Sorgen, dass da was vorgefallen ist. Minze. Oh, was riecht dieser Raum dann schön. Ist ja nicht so, dass man nicht hätte vielleicht in die Natur draußen gehen können. Nee, warum auch? Da muss was hin. Etwas Dekoratives.
Bilder. Kann ich die Größe davon ändern? Ich glaube nicht. Nein, aber ich könnte ein benutzerdefiniertes Bild da reinpacken. Aber ich hätte das gerne in größer gehabt. Genau wie sowas. Aber leider gibt es die nur in so klein. Postkarten möchte ich nicht. Viele Bilder, die hier reinpassen, habe ich natürlich leider auch nicht. Außer ihn. Hier, das Bild passt perfekt da rein. Die gingen auch noch, aber ist dann alles so gequetscht. Pan wird gequetscht. Ronk. Ronk passt hier rein. Nein, tut er nicht. Mal da drin. Okay. Aber er hat jetzt meine Bilder hier anscheinend übernommen, wenn auch in merkwürdig. Oder halt von der Position nicht richtig. Das ist irgendwie schön. So. Wirkt ein bisschen verzerrt, aber das Foto habe ich gemacht. Das Foto habe ich gemacht. Ich bin so stolz drauf. Jetzt haben wir wenigstens noch ein Foto, was wir hier reinpacken können. So, nochmal kurzes Trinken. So. Ja, doch, das hat was. So langsam. Man muss es nicht immer übertrieben haben, oder? Hier könnte man zwar jetzt auch noch mal was Dekoratives hinpacken, aber ich glaube, dann halt... Wo war das? Nicht hier. Oder doch hier? Doch, sowas in der Art. Dann müsste man das aber so machen, dass man das hier in... Nee, das müsste ich dann in Schwarz haben, oder? Weil die Leiste auch schwarz ist. Und das müsste ich dann in güldend haben. Aber wie ihr seht, wirkt das dann zu viel. Das kann ich also nicht machen. Vor allen Dingen, warum sollte ich da auch so eine komische Stange hinhängen? Hm? Handtuchhalter. Irgendwas können wir da hinpacken. Genau hier hin. Nein. Da oben drüber können wir was machen, aber nicht das. Ein Regal vielleicht. Das könnten wir tatsächlich versuchen. Einfach so ein Regal hinzusetzen. Und wenn es nur... Warte, ich muss jetzt gucken, dass das richtig ist. Ja. Und wenn es nur ist... auf kurze Ebene. Guck, das meine ich jetzt wieder. Die ändern, draufklicken, Größe ändern. Man hätte es einfach machen können. Du meckerst schon wieder im hohen Stile. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Wenn ich das so mache, als Beispiel. Das passt hier sogar. Die Tür wird nicht behindert. Behindert, hat sie gesagt. Jetzt müssen wir nur noch den Stil ändern. Und das war tatsächlich das Holz. Bestätigen. Es wirkt zumindest ein bisschen besser.
Man kann da nämlich jetzt Zeugs draufstellen. Auch wenn wir nicht so viel Deko-Zeugs haben. Oh, ich vermisse unheimlich den Workshop. Warte. Wir werden zwar die ganze Bude in Flammen setzen, aber warum auch nicht? Ich würde die hier sogar in grün lassen. Jetzt habe ich tatsächlich was anderes gemacht, aber... Guck mal, die qualmen jetzt auch. Haben die anderen auch schon gequalmt? Die qualmen... Die rechts qualmen. Habe ich das einfach nicht so richtig gesehen. Aber das mit dem Bildfehler, das ist echt merkwürdig. Ah, das hier muss ich auch noch ändern. Was tue ich da? Das muss ich ändern. Das würde natürlich zu dem rechts passen. Aber dunkles Wengenholz würde... Dann nehme ich das, weil dann passt das hier ran und da ist halt mehr zu sehen. So. Türklinken hatten wir, glaube ich, in schwarz. Und schwarz bestätigen. Und schon passt das zumindest hier mit. Ja, doch, das sieht schon gut aus. Wir lassen uns schon wieder ablenken, das geht ja gar nicht. Ob ich hier... Eine Pflanze wäre zu viel. Glaube ich. Vor allen Dingen mit der Kerzen darunter. Ah, sieht halt nicht so sonderlich gut aus. Aber wir probieren aus. Und wir nehmen es teilweise, wie es kommt. Und nein, diese Farbkombi müssen wir natürlich nicht nehmen. Ach, das ist für... Ja, das ist dafür. Nee, dann die nicht. Die hätte ich gerne als hängende Alternative für von der Decke hängen. So wie das, nur halt in schöner. ich meine, wir könnten sowas haben, aber ich weiß nicht, die finde ich nicht so schön wie die hier. Vor allen Dingen, wie klobig und groß das ist. Einmal Pflanzen kochen, bitte. Und ich muss das mal kurz ein... Krümel? Nee, das kann ich so lassen. Es wirkt halt nur nicht mittig. Warum wirkt das nicht mittig? Warum wirkst du nicht mittig? Sieht aus wie so ein Kessel. Ey, das kann doch nicht nur meine Einschätzung sein, oder? Das wirkt einfach nicht mittig. Perspektive-Sache wahrscheinlich wieder. So. Details bitte in Gold. Größe ändern können wir so lassen. Und dann wird dann ein Süppchen gekocht. Ein Pflanzensüppchen. So. Vielleicht sind das ja auch also eine neuwertige Art von Duftpflanzen. Man weiß es ja nicht. Eine Duftpflanzenart, die dafür sorgt, dass das halt schön riecht. Was wissen wir denn schon, hm? Ach du Scheiße. Viel zu groß. Und jetzt haben wir einmal... hässliches Zeugs. Nicht was Kleines, Dezentes nehmen. Vielleicht hat das Ding jetzt endlich mal eine Verwendung. Es hat eine Verwendung. Yay. Ja doch. Doch, so könnten wir das, glaube ich, lassen. Doch, könnten wir. Oh, ich werde wieder angeschrieben. Puh.
Ich musste jetzt gerade mal nochmal Avatar-Steven schreiben. Ich will hier auch noch Deko hinpacken, aber was für Deko? Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwas hinpacke an Dekorationselementen, dann ist das zu viel. Ja, weniger ist mehr, ist ja schön, aber... Ich will ja auch nicht überall immer nur den Hamster hinsetzen. Was ist, wenn wir... Moment, ich muss mal kurz husten. Entschuldigung. Ich wollte nicht husten, aber natürlich werde ich nicht gefragt. So, und... Einfach, um das ein bisschen abzustufen, den Stil ändern. Jetzt wieder an den Punkt angekommen, wo wir richtig rumchillen. So, wir existieren vor uns hin. So, was könnten wir da hinpacken? Aber okay, es ist eine Holzhütte, also. Ich glaube, wir haben sowas in der Art. Details B. Das Dach. Sieht ein bisschen duster aus. Na egal, wir benutzen das jetzt einfach. Und packen es da rein. Es sieht merkwürdig aus, aber da gucken wir gleich genauer hin. Okay, ich muss das hier zwischensetzen. So. Ist eine komische Reflexion, aber okay. Und trotzdem wirkt das jetzt schon wieder zu viel. Die ist zu groß. Die hätte ich gerne in etwas kleiner gehabt. Weil alle anderen hiervon sind auch schon zu groß. Die könnte es auflockern, ist aber auch zu groß. Aber gut, dann mache ich die jetzt hier noch rein. Aber mehr auch nicht. Dann haben wir die nämlich nochmal in Marmor. Das greift dann wieder die Marmorelemente von hier unten auf. Und ich sehe gerade, dass die Pflanze hier am Wandern ist. Warum bist du am Wandern, liebe Pflanze? Sind alle irgendwie am Wandern? Ich habe sie einfach nicht richtig hingepackt. So. Und schon haben wir hier wieder was Neues reingebaut. Wobei, ich würde hier noch einen kleinen Tisch hinpacken. Einen kleinen Tisch. Konsolentische. Sonstige. Nein, nein. Wie ich hier am Rumhibbeln bin. Hibbeln bin. Der ist viel zu groß, das weiß ich noch. Kindertisch. Ich meine, es ist ein Kindertisch. Natürlich ist das ein bisschen blöd. Aber für unsere Verhältnisse reicht der doch. Jetzt zwar nicht in diesen Farben, aber... Vielleicht müssen wir den doch einmal in Schwarz nehmen. Wobei, dann ist alles hier so in der Ecke so duster. Dann packen wir den doch lieber in Weiß. Irgendwas stört mich daran. Irgendwas. Wahrscheinlich, weil er komplett nicht zu diesem Stil passt. Das heißt, wir müssen einen anderen Stil finden. Auch zu groß. Das ist halt ein bisschen... Würde hier aber ein bisschen besser hinpassen. Dann muss man den halt ein bisschen zur Seite rücken und dann ist gut. Ich meine, wer sind wir schon? So ein
perfektes Deko-Kack, den kriegen wir halt nicht hin. Die will ich jetzt nicht nochmal da drauf schmeißen auf den Tisch, aber ich möchte irgendwas auf den Tisch schmeißen. Mir ist aufgefallen, wir haben gar keine oder kaum Aufbewahrungsmöglichkeiten, aber das soll man nicht hören. Blume! Shani sagt Blume. Und ja, ich wäre tatsächlich auch irgendwie für eine Blume. Ist aber immer so interessant, was man für eine Blume reinsetzen könnte. Der ist noch zu groß. Ich möchte... Gold, wenn dann Gold. Aber gut, Shani möchte eine Blume drin haben. Eine zierliche, wunderschöne, grazile Blume. Jetzt muss ich die natürlich wieder korrigieren. So. Ist das gut, Shani? Kann man das so lassen? Mir fällt auf, ich muss ein bisschen Licht machen. Aber guck mal, wenn es dunkel ist, kann man auch mal sehen, wie sich das so alles auswirkt. Moment. Ja, ich momente rum. Und ignoriere das Gekrissel. In der Zeit trinke ich noch was. So. Deko. So. Ich bedenke, dass wir hier einfach noch nicht fertig sind, hier auf der Seite. Weil wir da das komplette Schwarz noch runterziehen müssen. Apropos Schwarz. Shani, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mich hat wieder was in die Hand gestochen. Ach, nicht nur dich. Ich habe jetzt hier am Oberarm, aus der Außenseite, habe ich jetzt auch noch gestochen. Unter dem rechten Fuß. Unter die Fuß, also an der Fußsohle unten. Da wurde ich tatsächlich von der Mücke gestochen und, boah, nee, diese blöden Viecher. Was ich sagen wollte, Shani, ich weiß nicht, ob du gerade dabei warst. Ich habe was von Rieme gelernt. Ich weiß nicht, ob du beim letzten Stream auch, da mein Matschön halt, ne? Im letzten Stream war Rieme Zock da. Er war neu da, hat ein bisschen geschrieben, hat sich gut beteiligt und dann dachte ich mir so, oh, voll nett, hat Follow da gelassen. Und dann bin ich halt Montag mal in seinen Stream gehüpft. Ich weiß nicht warum, aber ich bin halt mal auf, geguckt auf die Followerliste und habe ich gesehen, ja, der folgt ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, klicke ich mal drauf. Und dann habe ich gesehen, der streamt Hausflipper. Und ich habe was von ihm lernen können. Und zwar, und jetzt kommt's. Zum einen, es gibt diesen Teppich mit dieser Schrift drauf. Du kannst die Schrift zwar nicht ändern, aber du kannst den Text darauf ändern. Das war das eine. Nummer zwei, wir haben uns gestört daran, dass man Stile kopieren kann, irgendwo draufsetzen kann, aber immer wieder die Sachen hier raussuchen muss, um halt so den Teppich in exakt diesen Ton zu finden oder sowas, ne? Man sagt dann, hä, das kann man doch. Man muss halt gedrückt halten. Wenn ich dann gedrückt halte, zieht der mir das direkt hin. Das ist so gut. Das ist so gut. Und jetzt kann ich halt hier die Wand hier komplett zuspachteln damit. Muss natürlich, ja, dachte ich mir schon, hier aufpassen, dass ich natürlich hier nicht alles wegmache. Wobei, stimmt, normalerweise hätten wir hier auch dieses eine Holz nehmen müssen. Aber das sähe da vorne dann kacke aus. Aber wir müssen das machen. Damit dieser Balken Sinn macht. Stil kopieren. Plöpp. Einmal kaufen. So. Weil sonst macht das keinen Sinn. Mit diesem Balken hier. Ne? Und ich stelle gerade fest, dass ich zu faul bin. Komm, meine Slenderarme. Komm schon, Slenderarme. Ich habe euch vertraut. Ich meine, natürlich sieht das jetzt hiermit ein bisschen komisch aus, aber es macht zumindest bei den Balken Sinn. Dass man sagt, ja gut, wir haben ja hier auf der Seite auch diesen durchgezogenen Balken.
Es wird duster. Wir müssen schlafen. Ach ja, wir müssen schlafen. Schnarsch. Ha, haben wir gut geschlafen. Schön wär's. Wow, das macht alles so viel einfacher. Ja, ne? Wie oft hatten wir schon Sachen nicht und haben uns in mühseliger Kleinstarbeit, außer hier so einfache Sachen, rausgesucht. Und guck mal, Shiny, unser wunderbares Bad. Necro freut sich. Raylan auch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, das kommt weg, definitiv, weil, wir wollten zwar einiges übernehmen, aber, ach, das ist Müll. Hier unten wollten wir auch einiges wegreißen. Hier, das brauchen wir schon mal gar nicht, denn, wir haben ja keine wirkliche Herberge. Herbert! Herbert, die Herberge. So, das kommt auch weg. Weg, 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 weg. Wir brauchen Moneten. So, das muss hängen bleiben, weil wir wollten das, glaube ich, hier irgendwo hinpacken. Bin ich der Meinung. Also ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Aber du kommst weg. Du kommst weg. Wah, komm weg. Genau, hier, das haben wir schon mal aufgerissen. Frau Lehrerin, ich habe meine Jacke in der alten Herberge vergessen. Ja, dann hast du jetzt Pech gehabt. Die wurde verkauft. Das war ein Designerstück. Dann haben die Nachmieter erst recht Glück. Genau, hier wollten wir eine offene Küche machen. Denn, guckt euch das doch an. Nein, einfach nein. Das wollen wir haben. So, jetzt muss ich gucken, damit ich nicht zu viel wegrüppe. Upp, upp, upp. Vor allen Dingen, guckt euch das doch mal an. Das geht ja gar nicht. Das Bild würde ich tatsächlich gerne in dem Flur hängen haben. So, ich weiß, es ist komplett zu groß, aber egal. Oh, das Regal ist mir auch egal. So. So. Ich möchte mal gucken, ob ich das, was ich Rime vorschlagen wollte, weil der hatte wohl in mühseligster Kleinstarbeit wohl eine... Ach so, eine Insel gemacht, eine Tischinsel mit so kleinen Frisselsdinger. Die hat das Spiel aber dann leider wohl gelöscht. Und ich habe denen was vorgeschlagen. Ja, ich habe denen dann was vorgeschlagen, aber das ist wohl, glaube ich, nicht so ganz, ach so, den haben wir runtergeworfen. Ha! So rübergekommen, wie ich das vorhatte. So. Ach, das sind Pilze. Okay. Guck hier, hier haben wir auch alles liegen gehabt. Das hätten wir uns einfach alles sparen können. Boah, das sieht schon nicht schlecht aus. Außer wenn man jetzt hier reinkommt. Wenn man hier reinkommt, denkt man sich, holy shit, was soll der Scheiß? Boah, offene Schlafzimmer. Vielleicht kann man da auch noch was machen mit. So. Das hier wird die Küche. Jetzt muss ich gucken. Da sind ja auch noch, da ist ja auch noch ein Schlafzimmer. Dann würde ich tatsächlich überlegen, ob man nicht hier einfach einen kleinen Duschteil reinpackt und die Küche nicht komplett nach hierhin erweitert. Dass man den hier nicht auch wegrüppt. Weil, sind wir mal ehrlich, oder wir erweitern
dann lassen wir das hier stehen als Schlafzimmer, aber das kommt weg. Und dann kommt man hier rein und hat eine komplett erweiterte Küche. Oder wir könnten so viel machen. Dann muss das Bild aber leider doch weg. Zack. Dann kommt das weg, weil wir brauchen ja nicht so viele Schlafzimmer. So. Will ich wissen, was die da gemacht haben? Nein. So. Und Shani, oh, das habe ich ja auch noch nicht gezeigt. Shani, die haben endlich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Shani, du musst jetzt gucken. Shani, das ist so. Es ist ein Traum. Warte, die könnten eventuell stören. Du siehst dieses Fenster. Du siehst das. Ja, du siehst das. Ich weiß, dass du das siehst. Warte. Guck das! Siehst du das? Guck dir das an! Ich meine, natürlich sehen die hässlich aus. Und wir haben jetzt einen Stil, aber es ist jetzt möglich, die Vorhanghöhe zu ändern. Es ist so gut und du kannst sie einfach so jetzt mit E öffnen. Ich weiß aber nicht, vielleicht konnte man das auch vorher. Aber es ist so schön. Ich meine, gut, wir haben jetzt hier mit den Ziel blöd angefangen, mit den oberen. Das heißt, wir müssen das jetzt so übernehmen. Ja, das Fenster macht ich mal wieder zu. Aber das ist so gut. Endlich machen die mal was. Ja, die machen schon die ganze Zeit was. Also, das will ich ihnen ja jetzt nicht unterstellen, Shani. Aber ich hatte das Gefühl, so... Die haben dann einmal die normalen Plissés, nee, nicht Plissés nennt man das, die normalen Rollos hier, Jalousien, die haben sie angepasst, auch mit der Höhe. Und bei den anderen hat man irgendwie noch keine Wahl. Und nicht mal beim ersten, aber die machen auf jeden Fall was. Also, das kannst du mir mal glauben. So, den Teil wollten wir wegruppen. Halt, stopp. Wollen wir das wirklich? Ich würde den Teil hier lassen. So. Diese kleine Mauer würde ich aus, warum auch immer, Dekorationsgründen vielleicht lassen. Aber das hier kommt alles weg. Weil das ist hier alles viel zu eng. Und das wollen wir nicht. Wir wollen in dieser lustigen Herberge doch was erreichen. Und zwar machen, dass es keine Herberge mehr wird. So. Weil guck mal, dann haben wir oben ein Schlafzimmer. Hier haben wir eine große Küche. Hier das haben wir als Schlafzimmer, können wir lassen. Und im Grunde würde ich sogar das hier wegruppen. Weil da haben wir ja ein Schlafzimmer. Und hier können wir eine Dusche reinmachen. Ja, machen wir jetzt einfach so. Das machen wir jetzt einfach so. Dann bin ich am Überlegen... Wenn wir das hier wegruppen wollen, können wir die Tür wegmachen. Dann können wir da nämlich... Die Tür hätte ich lassen sollen. Ach, die hätte ich lassen sollen. Ach Mann, wie blöd, dass man keine Türen so einfach so ver... Wir haben uns jetzt so eben gespart, was zuzuzimmern. Das ist praktisch. So. So. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher. Ja, doch. Das ist gut so. Dann ruppen wir. Weil das ist sonst alles viel zu eng. Wir brauchen Freiraum. Stabilität? Ach, pff,
braucht keiner. Niemand braucht Stabilität. Hier funktioniert das einfach. Zack, davon brauchen wir auch nur einen. Ah, Juckenas, Juckenas, Juckenas. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir es haben wollten. Was? Oha, Konkurrenz. Warte, ich muss jetzt mal eben Avatar Steven hier richtig fertig machen in WhatsApp. Ja, ja, ich mach den jetzt fertig. Und warte. Ich kann den nur in einem fertig machen. Ja, Moment. Der hat sich anders verdient. Moment. Ja, einen Moment. Kurz mein WhatsApp. Ja. Ja. So, jetzt Sprachaufnahme. Was fällt dir ein, ne? Ich werde auf jeden Fall meinen Stream gleich starten. Pfüh, einfach den Stream zu starten, obwohl ich streame. Das geht ja wohl mal gar nicht. naja, aber trifft sich vielleicht auch ganz gut, weil gegen 14 Uhr wollte ich meinen Stream beenden. Vielleicht kannst du ja dann deinen starten. Ich meine, du kannst ihn auch jetzt starten, wenn du willst. so ist es nicht. Aber so oder so, ich wünsche dir viel Spaß. Ich meine, das kannst du ja gar nicht bringen. Also ganz ehrlich, wenn du Spaß hast, dann. Nee, das werde ich dir nicht verzeihen. nee, hab viel Spaß. Lass dich nicht ärgern. Und danke, dass du da warst. Ich hoffe, du konntest die Probleme noch lösen. Und vielleicht werde ich gleich bei dir im Stream auch nochmal vorbei huschen. Okay, bis dann. So. Ja, ich habe es dir voll gegeben. Warte. Ich muss jemanden noch was schicken. Ich weiß, das ist, ja, einmal Profis arbeiten wollen. So. Warte, ich muss jetzt mal. So. Ach, die Person hat es noch nicht gesehen. Aber es ist ja auch erstmal nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm. Pixel, dich da hat es auf jeden Fall. Oder ist es jetzt gerade dabei am Abhören? Wobei, ist ja bescheuert, wenn er bei mir da schon zuhört, dann, ne? So. Was, ey? Wie, was, ey? Was denn, Chani? Was ist denn, Chani? Ich weiß nicht, was du hast, also. Also, nee. Musst du mir jetzt erklären, Chani? Könnt ihr mal die Chatbox wieder anfangen? Da, hat sie geschrieben. Ich weiß nicht, was die gute Frau hat, also. Vielleicht hat sie eine Nachricht bekommen, ich weiß es nicht. So. Ich werde aber das jetzt wegruppen. Vor allen Dingen haben wir da eine offene. Halt, stopp. Ha, wie ihr seht, Mist, die hätten wir da lassen können. Egal. Ich muss gucken, wie ich das mache. Vielleicht mache ich das jetzt gerade nur schlimmer, aber ich weiß es natürlich nicht. Nein! Oh Gott sei Dank, der hat die Wand nicht mitgenommen. Gott sei Dank. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wobei, gab es nicht mal so Schrägen? Ich guck mal jetzt was nach. Weil wenn es Schrägen gab, können wir das hier machen. Aggression. Ah, Juckenas. Ah, Juckenas. So. So. Ich meine, dann haben wir das hier unten hier noch. Aber hier müsste ich mal noch mal gucken. Jetzt sage ich nochmal. Ich bin ja auch manchmal. Manchmal ist gut. Speziell das sind die Schrägen doch verfusselt. Nein, bitte. Mach das nach oben. Geht das? Nein, warum nicht?
Ey, spiel warum? Ich würde das gerne drehen. Oh, komm, das kann doch nicht sein. Ich hätte das gerne andersrum gehabt. Und hier wird es gerade unheimlich warm. Ich muss mal kurz was machen. So, ich lasse das mal jetzt mal. Auch schon gemerkt, mein Freund ist auch schon wach. Wäre auch komisch um die Uhrzeit. Ach Mann, aber das ist... Ich hätte das gerne hier so oben dran, die Schräge gehabt. Aber gut. Es muss doch irgendwie auch eine andere Möglichkeit geben, oder? Ich möchte jetzt hier nichts Rundes, weil das sieht doch kacke aus. Guckt euch das doch mal an. Wobei, wir haben gesagt, wir müssen mit dem vorlieb nehmen, was wir haben. Mist. Ach Mann. Nee, da hätte noch eine Mauer hingemusst. Okay, müssen wir halt mit dem vorlieb nehmen. Und wenn es dann halt so... Nein! Mist. Und wenn es dann halt so komisch aussieht. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Welle, 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 Welle. Weil die hier kann ich leider nur von unten nach oben. Also hier mit der Steigung machen, mit keine Absgesenkten. Das ist so... Mann! Mann, ey! Hier könnte man eigentlich sagen, das ist ein Zelt. Also man kann schon viel machen, aber manches ist einfach manchmal etwas gegen einen Gedöns. Guck mal, das ist doch schon viel besser, oder? Es ist offener. Hat man hier ein Schlafzimmer, da hat man Badezimmer, hier hat man Party, irgendwas Raum. Da vorne hat man die Küche. Und hier vorne hat man noch irgendwas, was man irgendwie retten muss. Hier müssen wir noch eine Leiste machen, aber die würde ich dann tatsächlich in dem Stil machen. Juck, juck, juck. Das ist nicht... Doch, das ist das. Oder? Ja, nehmen wir mit. So. Die würde ich nämlich dann gerne hier vorne... Das ist die helle. Warum ist das die helle? Warum, Spiel? Du hast mich getäuscht. Mal wieder. Nicht mit mir. Ich werde es zu verhindern wissen. Bill, jetzt habe ich das Richtige. Bäh. So. Juck, juck, juck. Blöde Nase. Jetzt kann ich das richtig machen. Dann haben wir das nämlich hier unten im Dunkel. Da haben wir noch den hellen Balken, der nur bis hierhin geht. Sieht, wie gesagt, doof aus. Wir hätten den Balken auch bis hierhin lassen können. Und den Rest dann. Wir gucken einfach mal. Das wird schon irgendwie machbar sein. So oder so, was wir jetzt hier noch machen müssen. Nein, das muss ich leider... so machen, weil wir das dann doch konsequent durchziehen müssen. Manches muss man doch ein bisschen durchziehen. Ene, mene, Mopel. Keiner frisst Popel. So. Stil kopieren. Und zwar klauen wir den Stil und werfen ihn einfach hier drauf. Um das Schlafzimmer kümmern wir uns später. Das haben wir uns jetzt auch drum gekümmert. Ah, hier fehlt noch was. Natürlich fehlt hier noch was.
der Balken. Und es ist schön, dass der jetzt hier in einem durchgeht. Dann sieht er hier nicht so durchgeschnitten aus. Sehr gut. Und ich glaube, ich mache das so. Und den Balken, den müssen wir ja auch noch hier in dem Stil machen. Aber da es hier keine Leitern gibt. Aber das Spiel hat gesagt, ich kann die Treppen zum 100% Wert wieder verkaufen. So, das sollte hoffentlich reichen. Genau, von unten hatten wir das ja schon gemacht. Allerdings, ich habe festgestellt, von der Seite hatten wir das, glaube ich, noch nicht. So, den können wir ja gleich wieder verkaufen. Das sieht natürlich jetzt unheimlich kacke aus. Aber wenn es keine Leitern oder kein Baugerüst gibt, muss man natürlich mit dem, was man hat, irgendwie haushalten. Komm her. So. Vor allen Dingen trifft es das ganz gut, denn... was ist das für ein komisches... Nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen, nicht fallen. Oh, bitte nicht fallen. Ach, das ist das dicke, dicke Holzgedöns von da. Das heißt... Stimmt, hier muss ich das ja auch noch machen. Ah, hier muss ich das auch noch machen. Nee, das ist ja blöd. Das ist ja echt blöd. Gut, das heißt, ich hole mir davon jetzt noch welche. Hüp, hüp, hüp. Hüp, habe ich gesagt. Immer diese Sachen, die gegen das System sind. Na, komm, bitte. Oh, bitte nicht fallen. So. War jetzt von da auch noch was? Slenderarme, sagt mir, bin ich bereit? Nein, dafür nicht. Jetzt habe ich natürlich wieder was vergessen. So, und zwar die Dinger. Na komm. Sehr gut. Wofür hier brauchen wir die ja an und für sich nicht. Also können wir das hier hinpacken. Und hier würde ich das tatsächlich auch auf dieser Ebene packen. Es ist zwar merkwürdig, aber es passt dann wieder zur Treppe. Würde ich jetzt so sagen. Natürlich sieht das jetzt ganz komisch aus. Aber wir haben es dann in einem durch. Wobei wir auch, glaube ich, überlegt hatten... Oh Gott. Ich habe mich erschreckt. Ich hatte ja überlegt, ob ich dann hier auf der einen Seite irgendwie noch eine Tapete hinkriegen sollte. Ach, hier ist das schon offen. Okay, da ist das offen. Dann habe ich nichts gesagt. Oh, hier muss ich aufpassen, weil... Ja, sonst macht ihr da oben das Ding weg. Ach, das ist die Reflexion der Kerzen. Ich wollte schon sagen, was ist das? Nein, ich habe das genau gesehen, dieses kleine Pixel-Ding. So. Boah, das stört mich hier. Das sieht aus, als hätte ich da was übersehen, aber es ist das offene Fenster. Es ist natürlich übertrieben. Aber es ist Hausflipper. Natürlich haben wir es hier immer übertrieben. Ich meine, alle anderen können schicke Häuser bauen. Das überlasse ich den Profis. Aber bei uns, ne. Da gibt es keine schicken Häuser. Genau das hier wollte ich nicht machen. Genau. Das heißt, ich muss die jetzt verkaufen. So, genau. Dies muss ich belassen.
So. Natürlich wirkt das jetzt hier ganz merkwürdig, aber ich denke, das können wir verkraften. Hauptsache, wir sind unserem Stil treu geblieben. Den Dreck, den überwurschteln wir einfach mal. Hier kommt die Küche hin. Das heißt, das würde ich so lassen wollen. Ja gut, das muss auf die Höhe. Na, komm schon. So. Ich glaube, wir müssen aber auch oben noch mal etwas abholen. Na komm, den ziehen wir noch durch. So. Strick. Ich finde es ja erstaunlich, wie weit wir doch schon gekommen sind. Nein. So. Wir brauchen von oben noch die Tapete. Warum haben wir das hier durchgezogen? Hier hätten wir Tapete hinmachen müssen. Wir sind so trollig. Das brauchen wir trotzdem noch. Ach Mann, wir machen nur Murks, ganz ehrlich. Nur Murks machen wir hier. Und davon eine ganze Menge. Ich überlege gerade, nee, wir könnten den Stil hier für die Küche eigentlich mehr oder minder mit diesem Holz durchziehen. Nur hier unten die Fliesen würde ich dann ändern. BZW hier unten noch eine Tapete für die Sitzecke. Und dann könnte es gut aussehen. Hauptsache von außen im Wald und hier drinnen ist das so ein komisches Gemisch aus modern und sieht einfach kacke aus. Frage, nehmen wir die Tapete von oben und ändern sie einfach nur ab. So, der fällt noch kaum auf. Das ist gut. Ist die Frage, was machen wir? Im Grunde nehmen wir es, wie es kommt, mehr oder minder. Unsere Kundschaft hier ist sehr speziell manchmal. Aber im Grunde kaufen die uns das sowieso wieder ab. Haha, ha. Wir müssen nur sagen, hier, das war von einer Herberge und hier haben Geister gespukt. So oder sowas ähnliches. Ich bin aber überlegen, wir haben ja oben diesen, ich sage jetzt mal, mehr oder minder Balken. Was ist, wenn ich... Nein, bitte präziser Schlag... So. Das ist schon mal gut. Und dann müssten wir... das nehmen. Nein, was sage ich denn da? Das müssen wir nehmen. So, dann kommt das hier. Da kommt eigentlich die Tapete hin, aber da gucken wir später nach. Denn ich würde jetzt erstmal sowas hier hin haben wollen. Seht ihr?
Das ist doch schon irgendwie nice, oder? Komm schon, das findet ihr doch auch nice. Ein klein wenig. Bitte? Na komm. Wenn wir das hier hinpacken. Es ist merkwürdig. Ja, ich kann es verstehen. Aber es hat was. So. Mal kurz noch was gucken. Ene, mene, opel. Zack, zack. So. Ist jetzt die Frage. Da müssen wir jetzt echt gucken, ob wir diese Tapete nehmen, plus das Weiße. Oder ob wir... Die ist zu viel, glaube ich. Aber dann hätten wir das da oben wieder aufgegriffen. Zumindest für die Wand. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich für die Decke das hier übernehme. Danke. Es ist so einfach. Boah, das ist so gut gewesen. Dass ich mal bei Rieme zockt vorbeigeguckt habe. So, wir brauchen hier was Helles. Wir haben schon so viel Dunkles hier in dieser Bude. Da können wir uns so eine dunkle, erdrückende Wand von oben nicht leisten. Aber ich glaube, wir werden das hier alles jetzt aufbrauchen. So. Ah, ich bin ja mal gespannt. Rylan ist jetzt wahrscheinlich entweder schon zu Hause, aber ich glaube es nicht. Sie hat nämlich gestern noch geschrieben, dass sie aus dem Urlaub kommt und ich ihr das VOD warm halten soll. Aber ich hoffe, sie ist halt so stressarm wie möglich nach Hause gekommen. Vor allen Dingen auch gut. Das war übrigens jetzt hier die Ecke vom Abfluss von oben. Nicht, dass ihr euch wundert. Ach, Mann. Was? Alles schon leer? Okay. Nee, aber das Gekrissel, das gefällt mir nicht. Das Gekrissel gefällt mir nicht. So. Jetzt haben wir das so. Das ist schon mal schick. Ist jetzt aber die Frage, hier müssten wir die Pünktchenwand machen und hier müssten wir quasi weiß machen. Ich würde jetzt tatsächlich die Pünktchentapete nicht überall machen. Das wäre arg übertrieben. Weiße Farbe. Nehmen wir die doch. So. So, wie ging das nochmal mit dem Streichen? So lange gefühlt nicht mehr gestrichen. Wir hier noch irgendwann so Farbakzente hinmachen. Das ist ja dann kein Problem. Ah, nein. Ah, okay. Okay, dann habe ich nichts gesagt. So. So. Und jetzt kommt der Punkt, wo es echt merkwürdig aussehen wird. Diese komischen Wellenmuster. Wobei, es hat auch irgendwie was. Ich meine, manchmal muss man sich auch was Neues zutrauen. Oder man muss mit dem, was man hat, eben leben. Irgendwie hat es was, aber irgendwie auch nicht. Was ist damit? Ah, okay. Ich habe es einfach nur nicht richtig bepinselt. So. Boah, wie schnell und wie schön hell das auf einmal wirkt. Aber ich verstehe auch nicht, warum man damals hier so viel Mustertapeten überall draufschmeißen musste. Ich hatte meine Kundin, die hat das Gästebad, auch so eine Nische in das Gästebad, auch mit dieser gleichen Tapete, die Tür
beklebt, sodass das wahrscheinlich nicht so auffällt. Ich meine, es war ein Erfolg. Mir ist es am Anfang nicht aufgefallen, weil ich einfach erstmal nur reingegangen bin zu den Kunden und mich vorgestellt habe. Aber ich muss zugeben, das fand ich im Nachhinein ein bisschen merkwürdig. So. Ach, komm schon. Blöp. Ist ein bisschen eintönig, ich weiß, aber wir probieren einfach mal aus, ja? Wir machen das Beste daraus, wie so oft. Oder notgedrungen kleistern wir einfach alles wieder mit Pflanzen voll. Pflanzen gehen gefühlt immer. Nein! 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 Mist, ich habe was verbaut. Ach, Mann. So. Haben wir jetzt. Dann brauche ich dich. Vielleicht doch. Ich ziehe das einfach mal durch. Zumindest bis zu dieser Wand. So. Weil sonst sieht das hier mit dieser Wand halt merkwürdig aus. Und hier durch den Balken wird das ja unterbrochen. Das heißt, die Wand können wir ja dann mit Fliesen oder mit einer Wand halt umändern. Genau. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Nachhinein kommen hier sowieso haufenweise Fliesen darunter oder Hängeschränke oder was auch immer. Ich weiß es einfach noch nicht. Im Nachhinein kann alles Mögliche noch passieren. Ich nehme mir manchmal Dinge vor, hier im Spiel, und dann wird das sowieso wieder komplett über den Haufen geschmissen. So, müssen wir jetzt nach oben. Wollten wir hier jetzt auch die Tapete machen oder weiß? Ach, müssen wir gleich gucken. So oder so, wir gehen jetzt erstmal dahin und kopieren uns diese Tapete raus. Na, komm her. Manche Stile müssen übernommen werden, damit das einheitlich zu dem da oben ist. Also, es sieht merkwürdig aus mit dem Schwarzen da oben, aber wir machen das Beste draus. Oder wie würde Kronk sagen, für unsere Kunden reicht's. So. Ich denke, ich werde die Wand hier auch nochmal so machen. Ach, Gronk, du sitzt da jetzt wieder falsch herum. So, Gronk, du kommst da jetzt mal dahin. So. Wah. So. Ja, doch, das ist so ganz gut. Das ist, denke ich, ganz okay. Sollte ich die Punkte da auch machen? Nee, je nach Fliesen, die wir aussuchen, könnte das ein bisschen zu viel wirken. Das heißt, dich verkaufe ich wieder. Für dich kriegen wir sowieso nichts, aber da nehmen wir Weiß. So. Wah. Spiel, hör auf mich zu ärgern. Plöp. Und schon haben wir das gestrichen.
Ja, doch, es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Von hier unten sieht es schon sehr wild aus. Ich überlege, ob ich hier eine große... Ein Bild könnte zu viel sein. Aber eine Pflanze. Eine Pflanze wäre in Ordnung, aber da müssten wir dann wieder eine Brücke setzen. Zack. Einmal die Fenster putzen. Auch wenn es nur in der Mitte... Hier in der Mitte so ein bisschen Dreck war. So. Wahrscheinlich ist da so ein Vogel dran geplüppt. So. Hier brauchen wir nichts. Da auch nichts. Das Fenster ist noch dreckig. Komischerweise muss man die Fenster hier auch nur von innen putzen und nicht von außen. Ne? Ist ja nicht so, dass von draußen nicht auch Dreck kommen würde. Wobei, ich glaube, die Fensterläden waren zu. Das muss ich mal kurz verkaufen. Weil, sind wir ehrlich, das fange ich dann auch schon an mit diesem, sind wir mal ehrlich. So. Das sieht kacke aus. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Auch wenn ihr es nicht getan habt im Chat, aber... So. Da fällt das halt erstmal nicht so auf. Dunkles Wenge. Stimmt. Die hatte ich ja noch gar nicht eingefärbt. Ha. Okay. Die hatte ich ja noch gar nicht eingefärbt. Aber wenn, dann muss das ja passend zu den Türen sein. Dann, Stil kopieren. So. Ja, doch. Das kann man, denke ich, tun. Tun. Nur diesmal würde ich hier unten kein Teppich hinpacken. Oder doch? Eigentlich müssten wir das schon machen. Ach, das ist so gemein. Eigentlich... wobei, hier könnten wir wenigstens eine Leiste hinsetzen. Diese komische Leiste, die sich bei mir nicht ransetzen wollte. Warte. Das sehe ich jetzt erst. Die ganze Mauer ist verschoben. Guckt mal. Um eins verschoben. Das heißt, den hier muss ich dahin stellen. Und dann habe ich Schwebebalken. Ja, hier. So, du kommst dahin. Das heißt, die hier muss ich wegreißen. Ah. Oh. Eigentlich wollte ich das hier machen. Danke. Gut, dass wir den Boden noch nicht gemacht haben. Ach, Mann. Das ist ärgerlich. Aber hey, jetzt können wir damit wenigstens nochmal sowas hinbauen. Hatten wir das hier auf der... Doch, hier auf der Höhe hatten wir auch noch einen. So. Ah, ärgerlich. So. Jetzt können wir nämlich eine vernünftige Fußleiste setzen. Sehr gut. Um den Teppich von den Fliesen ordentlich zu trennen. So. Und im Grunde, guck mal, es fällt doch jetzt fast nicht auf. Gut, jetzt haben wir hier zwei Abstände, da nur einen. Das sieht müh doof aus. Aber jetzt haben wir hier Platz, um vielleicht ein Schuhregal oder sowas hinzupacken. Das sind so banale Dinge, die man da reinpacken könnte. Hier allerdings bin ich mir nicht sicher. Die müssten wir hochsetzen, das Fenster. Das müssen wir hochsetzen. So. Jetzt haben wir das geändert. Aber wir haben doch oben das auch schon geändert, bin ich der Meinung. So. Haben wir hier noch Farbe drauf? Ha! Nein! Wir haben da jetzt eine Schutz... So. Von außen wird das bestimmt merkwürdig aussehen. Fensterbank.
Nee, warte. Fensterbank müssten wir dann in dem Holz machen. So. Ist das jetzt das Holz? Hä? Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder das falsche Holz drauf geschmissen. Ja, haben wir. Tatsächlich. Und das heißt, hier müssen wir die Fensterbank auch noch wechseln. Damit das passend zu dem Ding ist. So, jetzt muss ich aber mal nach außen gucken. Wir könnten... Ja, dachte ich mir schon. Ach, Mann. Aber Stil kopieren. Ich weiß, die haben wir hier noch irgendwo rumfliegen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal ausprobieren. Ich wollte jetzt einfach schon das Richtige dabei haben. Hier werden wir das auch noch anpassen müssen. Das heißt, das bleibt jetzt erstmal da liegen. Und den ganzen Kladatsch können wir verkaufen. Kriegen wir wenigstens noch ein paar Moneten. Moneten? Haben wir hinten auch noch was rumfliegen? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, haben wir. Hüstel. Ey, wir hätten uns das so sehr ersparen können. Das Gerüst lasse ich erstmal zur Sicherheit da. Yeah! Flüpp. So. Ah, den Boden. Hatten wir jetzt gesagt. Teppichboden. Bis auf diese eine komische Leiste. Vor allem kommst du hier rein und dann erstmal direkt Flauscheteppich und kriegst dann erstmal die Abmahnung. Füße, Schuhe ausziehen. Das ist Kacke. Spiel, was ist das? Spiel, was ist das? Warum tust du das? Nein. Nein, du böses Holz. Oberflächen. Ich bräuchte Paneele bitte und dann dunkle Wände, Holzpaneele. Dann sieht das nämlich wenigstens passend zur Türe aus. Eigentlich. Ja. Das sieht ein bisschen besser aus. Ist natürlich jetzt von außen, glaube ich, auch ein bisschen... Es geht tatsächlich. Es ist besser als das andere auf jeden Fall. So. Wie ihr merkt, der Chat ist sehr ruhig geworden, weil ich laber wieder Mist. Und irgendein... Nein! Mist. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur bis da. Na gut. Aber die Fliesen haben wir ja noch nicht gesetzt. Hier können wir eine Essecke machen. Flauschöl. Vor allen Dingen, eigentlich komplett bescheuert, mitten im Wald so einen Flauscheteppich zu machen. Ich glaube, das Problem hatte ich bei einem anderen... So. Ich glaube, das Problem hatte ich bei einem anderen Einsatz auch gehabt. Und jetzt habe ich den Fehler selbst gemacht. Ich habe nämlich bei einem Auftrag gesagt, ja klar, im Wald einen Teppich haben, das macht ja auch so viel Sinn. Und jetzt mache ich den Fehler selber. Ja, nee. So, die Fußleiste ist da wieder drin. Einmal löschen. Und jetzt kann ich weiter verlegen. Oder man macht das so wie damals vor dem Planschbecken oder
vor dem Planschbecken. Du packst da einfach so eine Schüssel irgendwie rein, damit du vorher deine Füße sauber machen kannst, damit du halt das ganze Planschbecken nicht voller Dreck hast. Oder halt mit weniger Dreck. So. Wir haben jetzt gleich schon 14 Uhr, aber das hier will ich wenigstens noch grob hinkriegen. Haben wir sogar noch geschafft. So. Dich lasse ich, dich nicht. Du kommst auch weg. Und dann... Fliesen. Ich meine, hier kommen im Grunde sowieso erst einmal andere Sachen hin. Fliesen, Fliesen. Ich suche jetzt Fliesen aus. Wir machen einfach Goldfliesen. Nein, Goldfliesen machen wir nicht. Wir nehmen einfach diese klassischen Keramikfliesen in quadratisch. Und die Größe lassen wir so klein. Und zwar für den unteren Bereich. Und stellen fest, dass das kacke aussieht. Warum sagt denn niemand, dass das kacke aussieht? Das sieht so scheiße aus. Leute, warum? Keiner hält mich auf. Okay. Hä? Die sind ja noch kleiner. Ah, aber die sind quadratisch. Nicht quadratisch, rechteckig. Ist super. Dann nehme ich die hier. Ich will einfach mal kurz gucken, wie das aussieht. Ich weiß nicht, alles daran schreit Badezimmer. Alles. Diese Fliesen schreien alle nach Badezimmer. Auch die. Lehnen sich zumindest ein bisschen an das Schwarz an. Ich überlege was. Einen Moment. Es könnte mooksig aussehen. Natürlich könnte das mooksig aussehen, aber es könnte auch gut aussehen. Nee, nicht das. Nicht das. Auch nicht das. Ja, das sowieso nicht wegen der Dachschrägen. Was habe ich mir dabei gedacht? Oh, nebenan geht eine Tür auf. Wenn ich hier wenigstens was draufstellen könnte, aber kann ich ja nicht. Da auch nicht, das auch nicht. Dann muss ich wohl oder übel. Das ist auch blöd. Die kann ich nur so machen. Oder auch nicht. Okay. So. Und dann mache ich das hier jetzt einfach in... So, warte, ich mache mal hier die Tür zu. Genug Sauerstoff. Warte.
Es müsste passend zu dem Holz sein. Ach, jetzt habe ich natürlich das schon wieder verkauft. Das ist immer super, wenn du es nicht brauchst. Oder wenn du meinst, dass du es nicht brauchst. So, dann haben wir das nämlich hier unterteilt. Und dann kann ich die Ecke doch noch in schwarz machen. Welches ich jetzt auch nicht mehr habe. Yay! Ah, nein, das wollte ich nicht. So. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn ich hier helle Möbel setze und da dunkle Möbel. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Das Bild kommt ohnehin jetzt woanders hin. Machen wir das doch hier hin. So. Vorzugsweise bitte ein Krümelchen besser ausrichten. Dann können hier die Sitzecke hin. Hier kann eine Sofaecke hin. Ne, wobei da können wir die Sitzecke machen. Hier machen wir irgendwas anderes hin. Und jetzt brauchen wir Fliesen. Wobei, brauchen wir wirklich Fliesen? Sonstiges. Dekomoos. Wir nehmen einfach Moos. Nein, nehmen wir nicht. Nein, tun wir nicht. Rohmaterial. Die in hell wären cool. Aber kriegen wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Marmorfliesen wollen wir auch nicht. Einfach Marmorfliesen. Okay, das wollen wir auch nicht. Wir nehmen einfach Gold. Da. Nein. Nein, tun wir nicht. Es sieht einfach alles ein bisschen blöd aus. Wir können auch hier was Helles nehmen. Und dann setzen wir einfach einen Teppich da drauf. Hier bei dem Essding. Dann passt das irgendwie zum Rest, denke ich, hoffe ich. Aber das entscheiden wir dann beim nächsten Mal. Ich mache jetzt den Boden fertig. Guck, dass ich... Nee, die Leiste muss ich auch erst machen, wenn ich hier die Möbel stehen habe. Ach, Mist. Aber gut, dann haben wir das hier wenigstens schon soweit fertig. Wie das einfach von außen so gar nicht zu dem hier passt, was wir hier drin haben. Guck mal, du kommst hier so... Warte. Hier irgendwie aus der Pampa kommst du hier rein, denkst dir so, ach, dieses Haus, es hat doch was. Okay, da müssen wir noch das Fenster einmal hochsetzen. Oh, es wirkt so modern und irgendwie auch alt und es ist so schön. Ach, jetzt können wir richtig schön rustikal leben. Und dann bäm. Und dann denkst du, hallo? Wo bin ich denn hier geraten? Hallo? Was soll der Scheiß? Oh nein, dieser Scheiß. Sowas wollte ich nicht. Oh mein Gott, und sowas wollte ich jetzt recht nicht. Oh, wir haben hier oben was vergessen. Scheiß, wir haben hier oben komplett den Raum vergessen. Wir waren noch gar nicht so weit fertig. Ja gut. Trotzdem muss ich hier irgendwie mal einen Screenshot machen. Ja. Für was wohl? Für alles. Aber hiermit spoilere ich ja dann eigentlich. Ach, Mann. Warte. Nein. Ich kann nicht mehr laufen. Mein Charakter kann ohnehin nicht laufen. So. Und dann könnten wir das so machen. Das Blöde sind jetzt diese Frizzels-Bildfehler. Das ist nämlich Kacke. Niemand will Frizzels-Bildfehler. Mal davon abgesehen, ist dieser Bildausschnitt sowieso hässlich. Was ist hiermit? Ja, das dürfte gehen. Aber wenn das Logo dann da ist, dann ist das blöd. Und wenn ich das so mache, ja, das könnte auch gehen. Aber dann ist irgendwas anderes blöd. Ach, so oder so, es wird immer irgendwas murksig sein. Aber beim nächsten Mal müssen wir hier definitiv weitermachen. Ich habe komplett vergessen, dass wir die Etage hier noch nicht hatten. Hab ich komplett vergessen. Hier wollten wir noch eine Büste machen und dann haben wir uns komplett von allem Möglichen ablenken lassen. Hebel.
dann muss ich mich jetzt wohl hier hinstellen, damit ich definitiv weiß, hör mal, Frau, das hier musst du machen. Das geht so nicht. So. Ja, dann bedanke ich mich. Oh, warte, bevor das ist, ich muss speichern. Blöp. So. Nee, dann bedanke ich mich, dass ihr alle da wart. Wir sind hier schon ziemlich weit gekommen. Allerdings noch nicht fertig. Also es war, glaube ich, im Nachhinein ganz gut, dass wir die andere Mission nicht gestartet haben. Denn dieses Haus muss dann doch erstmal fertig werden. Ja. So oder so. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Der Stream war wieder toll, chillig. Ja. Vielen Dank. Habt noch ein schönes Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Und morgen, also an dem Sonntag, werde ich dann wohl nicht streamen. Da bin ich im Kino. Hehehe. Okay, bis dann. Tschüss. Und danke, dass ihr da wart. Tschüss. Wo ist die Musik? Sie ist weg. Sie ist schon gegangen. Dann sollte ich jetzt auch gehen. Tschüss.